Wie gut läuft das Logitech G Cloud denn nun wirklich? Ist es die ultimative Cloud Gaming Maschine oder ist es alles nur geklaut? Und damit einen schönen guten Abend an euch alle zusammen. Ich sehe schon, der Chat ist schon fleißig gefüllt. Hallo Powerslide, hallo Moon Live, hallo Still Chillin. Schön, dass ihr da seid. Ja, wir haben heute eine ganze Menge vor. Ihr seht es auch hier schon an dem Overlay. Ich habe mir Mühe gegeben, alles so übersichtlich wie möglich hier zu arrangieren, dass ihr möglichst die maximale Insights habt, was wir hier machen. Wir wollen uns dieses Gerät hier mal von allen Ecken und Seiten und Kanten anschauen. Das Logitech G Cloud, wie es sich so schön nennt. Und dafür seht ihr hier verschiedene Dinge. Auf der linken Seite seht ihr natürlich ganz groß den gecapturten Stream. Ihr seht es, hier läuft so ein kleiner USB-C-Anschluss und raus. Der geht in den HDMI-Kabel, der geht an meine Capture-Card und der geht dann an euch. Stream is down, schreibt Powerslide. Das ist nicht gut. Ich hoffe, das liegt nicht an mir, sondern an euch. Gebt doch mal Feedback, ob ihr mich hört. Ich kann mich mal kurz selber hier auf die Ohren geben. Aber bei mir sieht eigentlich alles gut aus. Nö. Gebt doch mal kurz Feedback, ob ihr mich hört. So, also, ihr seht im Prinzip genau das Gleiche, was ich sehe. Das heißt, wenn ich hier irgendwas spiele, könnt ihr das unten links in dieser Handheld-Cam sehen und oben rechts im Prinzip live übertragen auf eure Bildschirme. So, dann haben wir eine ganze Menge vor heute. Also, wir wollen uns anschauen, was kann das Ding, was hat das für Stats? Dankeschön, Just Still Chillin. Stream ist top. Okay, das freut mich. Was hat das so für Stats? Was hat das so für Eigenschaften? Und vor allem, was kann man damit alles noch so machen, außer nur Cloud Streaming? Weil, wie sich herausgestellt hat, kann das Ding eine ganze Menge. Also ich habe in der Woche mal ein bisschen was vorbereitet und da ist eine ganze Menge zusammengekommen. Also haltet euch fest. Dann wollen wir natürlich Cloud Gaming machen. Wir wollen uns Shadow PC angucken, Xbox Cloud Gaming, GeForce Now, Amazon Luna, Arnstream Arcade und am Ende wollen wir auch nochmal PlayStation Remote Play ausprobieren, auch wenn es ja nicht so wirklich Cloud Gaming ist, aber es kann es halt und man kann es damit nutzen und deshalb wollen wir da auch mal reinschauen. Dann wollen wir uns auch ein bisschen anschauen, wie ist die Hotspot-Performance, also gerade wenn man unterwegs ist, ne, dann hat man ja nicht immer ein WLAN zur Hand, aber dann kann man ja mit seinem Handy einen Hotspot emulieren. Und kleiner Teaser, das klappt auch richtig gut damit. Und am Ende haben wir auch noch ein Gewinnspiel für euch. Ja, wir verlosen ein Monat GeForce Now Priority. Dafür müsst ihr ein bisschen dranbleiben. Ihr müsst den Kanal abonnieren. Also für alle, die das noch nicht gemacht haben, schnell mal auf Abo drücken. Und dann im Laufe der Sendung Hashtag CloudPlay eingeben natürlich. Und dann werden wir im Laufe der Sendung das Ganze verlosen an einen glücklichen Gewinner. Das ist übrigens keine First-Play-Aktion. Also auch wenn ihr schon lange Kunde bei GeForce Now seid, könnt ihr den Code trotzdem verwenden und kriegt dann einen Monat Priority umsonst. Mombach, Stream geht, Recap, höre und sehe dich. Übrigens Namen zusammen, Powerslide. Nee, bei mir geht's wieder. Okay, das ist schön. Gut, also ich habe auch mal eine Umfrage geschaltet in den Chat, was ihr denn am liebsten sehen wollt, damit wir mal schauen, womit wir starten. Momentan ist GeForce Now leicht vorne mit 62%. Aber bevor wir das machen, und Xbox Cloud übrigens an zweiter Stelle, bevor wir das machen, starten wir einfach mal mit Shadow PC. Das hat einen Grund, bei Shadow PC muss man sich nämlich einloggen und bevor ich jetzt hier meine ganzen Passwörter an euch Doxe, habe ich das einfach mal im Vorhinein gemacht. Und ihr seht es im Prinzip jetzt auch schon live eingeblendet. Shadow PC auf dem Logitech G Cloud. Und ihr seht es auch schon, Ubisoft Connect ist auf und wir werden gleich ein paar Ubisoft-Spiele spielen. Ja, vielleicht am Anfang ein paar Stats zu dem ganzen Ding. Das Ganze ist 7 Zoll groß, hat eine 1080p Auflösung, ein IPS Touchpanel bei 60 Hertz. 450 Nits erreicht es, also ein bisschen mehr als das Steam Deck ungefähr, ist aber wesentlich leichter. Also es ist jetzt so knapp um die 450 Gramm. Das Steam Deck kommt mit 670 Gramm daher. Das heißt, das ist wirklich ein Leichtgewicht. Das könnt ihr stundenlang in der Hand halten und ihr merkt gar nichts. Das ist top. Es hält auch länger, logischerweise, weil es natürlich, kein Local Gaming betreibt, sondern weil es nur streamt und deshalb hält so ein Akku gerne mal 12 Stunden. Da ist man bei dem Steam Deck natürlich ein bisschen weniger unterwegs. Es hat ein Qualcomm Snapdragon 720, wem das von euch was sagt.
Ist im Prinzip so ein abgespeckter Mobile-Prozessor, ne? Hat jetzt keine super Leistung, ist jetzt nicht mit dem iPhone vergleichbar, aber wir kommen nachher noch dazu, wenn wir zum Low-Key Gaming kommen. Schauen wir uns das an. Barkley Gaming, schönen guten Abend. So, und bevor ich, warte mal, ich gebe euch mal ganz kurz auf die zweite. So, jetzt seht das alles ein bisschen größer. Jetzt können wir uns nämlich mal so einen Größenvergleich hier anschauen, wie das Ganze hier aussieht. Es lässt sich ja mal so schwer darstellen. Ne? Ja, es hat jetzt so 7 Zoll, ein bisschen größer als das Steam Deck. Ich habe ja mal einen Vergleich mitgebracht. Ein PlayStation Controller. Könnt ihr euch mal anschauen, wie groß das ungefähr ist. So, ich packe das mal so hin. So, also hier ist ein PlayStation DualSense Controller. Ne? Ist ein bisschen größer im Prinzip. Liegt aber dennoch sehr gut in der Hand. Das liegt hier vor allem an diesen Ausbuchtungen. Oder? So mal in die Kamera reinhalten. Ne? Also man kann es hier sehr gut anfassen. Ich habe hier nochmal einen anderen Controller als Vergleich. Mit dem werden wir auch gleich nochmal spielen. Das ist ein Xbox Elite Series Controller. Ja, schön schwarz, sieht man hier gar nichts. Okay. Also ein bisschen von der Größenordnung könnt ihr euch das vorstellen. Ups, jetzt habe ich hier bei Shadow schon was aktiviert, was ich gar nicht aktivieren wollte. So. Und natürlich noch einen guten alten Stadia Controller. Stadia, rest in peace. Also damit ihr mal eine Vorstellung habt, wie groß das Ganze ungefähr ist. So, falls ihr Fragen zu dem Gerät habt, immer in Chat. Wir werden natürlich im Laufe des Streams auf alle möglichen Sachen eingehen. So, ich blende euch mal wieder zurück. Aber zunächst mal, ich switch hier mal um. Switch-Vergleich, Barkley. Ja, kann ich leider nicht geben, weil ich keine Switch habe. Das müsst ihr euch dann leider bei Google besorgen. Aber einfach mal anschauen. Einfach mal eingeben, Logitech G Cloud und Shadow, und Shadow und Switch. So, aber wir spielen jetzt zuerst mal auf Shadow. Und was spielen wir denn da? Ja, wir spielen mal Motorfest, oder würde ich sagen. Oder wollen wir Assassin's Creed Mirage? Wir spielen mal Assassin's Creed Mirage, oder? Mein derzeitiges Lieblingsgame. So, jetzt müsste ich auf jetzt spielen. Und ihr seht schon, ich kann das auf unterschiedliche Weisen bedienen. Ich kann das entweder hier mit dem Touch-Display bedienen oder ich kann es natürlich auch hier ganz normal mit den Tasten bedienen und mich dann hier so durchnavigieren. Und jetzt muss ich quasi nur noch den Spielen-Button drücken und wir drücken drauf. Und dann starten wir auch schon. So, los geht's. Ja, was gibt's noch zu erzählen? Es hat ein 4 GB Arbeitsspeicher on Board. Es hat leider nur 64 GB Flash-SSD on Board. Aber die könnt ihr aufrüsten. Hier oben ist nämlich so ein kleiner Micro-SD-Slot. Da könnt ihr eine Micro-SD-Karte installieren und bis zu 256 GB zusätzlichen internen Speicher nutzen. Das habe ich auch schon gemacht. Das heißt, wenn wir gleich nochmal in die Einstellung gehen, werden wir sehen, dass wir den auch schon nutzen können. Dann 14 Tasten hat es insgesamt, ne? Also D-Pad, hier A, B, X, Y, die Sticks, die kann man auch reindrücken. Oben natürlich die Schultertasten und die Trigger und hier Menütaste, 3-Punkte-Taste. Es hat eine G-Taste, der werden wir uns gleich nochmal beschäftigen, und eine Home-Taste, die haben auch ein paar Sonderfunktionen. Und dann hat es Android 11. Leider, also kein aktuelles Android, macht aber im Prinzip alles mit, was man so mit Android machen kann. Kommen wir auch nochmal dazu. Und es hat ganz spannend hier unten USB-C, seht ihr, da ist jetzt die Capture Card drin und ein 3,5 mm Klinkenanschluss. Ich halte mal so in die Kamera, da könnt ihr ihn sehen, ne? Da ist dieser 3,5 mm Klinkenanschluss und da könnt ihr spielen. Ja, und irgendwie haben wir jetzt hier die ganze Zeit schwarzen Bildschirm, Shadow, was ist hier los? Gleich der erste Test und es funktioniert nicht. Sehr interessant. Das ist halt auch live. Ne? Der Start eines Spiels wird vorbereitet. Also da haben wir wieder PC Gaming live. So, Mombach, wie ist die Wärmeentwicklung? Hat das Cloud eine Belüftung? Nein, es hat keine Belüftung und es wird absolut nicht warm. Es ist eine reine passive Belüftung. Hier sind noch keine Lüfter und nichts drin. Deshalb ist es auch die ganze Zeit leise, aber das Ding wird nicht warm. Ne? Also ich habe jetzt zu meiner Verteidigung nicht so viel lokal gespielt, ein bisschen schon, aber größtenteils nutze ich das Ganze zum Streaming und da bleibt das Ding super kalt. So, und jetzt haben wir hier wirklich eine klassische Downtime, wie man sie kennt vom PC Gaming. Alles vorbereitet, installiert und jetzt will man das Spiel starten und das geht nicht. Ist doch top, oder? Ist doch eigentlich wieder ein Ubi Lost Plus 1 wert.
Zur Not müssen wir in der Zeit auf was anderes switchen und einfach mal Shadow im Hintergrund werkeln lassen. Ich kann euch mal ein paar andere coole Sachen unterwegs zeigen, ne? Ein paar Sachen, die mir echt gefallen. Man kann einen Screenshot aufnehmen. Das kann man auch ändern, die Tastenbelegung. Standardmäßig ist die hier auf diesem 3-Punkte-Menütaste und der Menütaste. Ne? Wenn ich die gleichzeitig drücke, seht ihr es auch so ein bisschen, ne? Das wird ein Screenshot gespeichert. Und dieser Screenshot wird, kann man sich aussuchen, entweder lokal in die Galerie gelegt oder in die Fotos-Apps deines Google-Accounts. Also dadurch, dass es ein Android-Gerät ist, muss man sich natürlich mit einem Google-Account verbinden. Aber das ist ganz cool, wann ist das quasi automatisch in der Cloud gespeichert und ich könnte jetzt hier auf meinen Browser gehen und mir sofort den Screenshot anschauen. Was ich auch machen kann, ich kann die beiden unteren Tasten drücken, diese G-Taste und diese Home-Taste, und dann passiert Folgendes. Dann kann ich eine Aufnahme starten. Das heißt, ich kann jetzt hier auf Aufnahme starten gehen. Externer Bildschirm erkannt. Möchtest du den Anzeigenmodus ändern? Nö, nichts tun. Ich möchte einfach nur, dass eine Aufnahme gestartet wird. Und dann nimmt er im Prinzip im Hintergrund ein Video auf. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwas spiele, kann ich das Ganze klippen, kann aufnehmen. Das wird dann gespeichert. Und wenn ich jetzt hier wieder drauf drücke, dann seht ihr schon, Bildschirmaufnahme ist jetzt im Fotoalbum gespeichert. Das ist ziemlich cool, wenn man dann zwischendurch mal irgendwas mitschneiden will oder auch Aufnahmen machen will und nicht so wie ich so eine Capture-Card angeschlossen hat, dann kann man das auch. Okay, das war ein nicht so optimaler Start in den Stream, aber da lassen wir uns gar nicht entmutigen. Und ja, wollen wir einfach mal, komm, wir spielen jetzt einfach mal GeForce Now, oder? Damit wir ein kleines Erfolgserlebnis hier haben. Mombach, unten in der Taskleiste war das Update-Installations-Icon. Ah ja, alles klar. Aber wir haben ja im Prinzip ewig gewartet, oder? Also, ich habe nichts gesehen. Wir dann doch lieber GeForce Now. Genau, wir schließen GeForce Now, wir schließen Shadow und starten GeForce Now. Und hier seht ihr auch eine schöne Eigenschaft dieses Handheld-Modus, dass im Prinzip immer nur eine App aktiv werden kann. Sobald ihr eine andere App startet, wird die automatisch geschlossen. Ist eigentlich ganz nett, damit nicht im Hintergrund irgendwas läuft und euch den Akku leer frisst. So, GeForce Now, da sind wir doch schon ein bisschen vertrauter, hoffentlich. Ne? Also ihr seht im Prinzip hier das ganz normale Layout, was ihr auch über Android kennt. Und wir werden noch mal ganz kurz vorne in die Menüs gehen. Und nur damit ich damit auch nicht kurz meine Einlog-Daten doxe, blende ich euch kurz aus und blende euch schon wieder ein. Hier sind wir im Prinzip in den Menüs. Hier gibt es ein paar ganz interessante Einstellungen, die ihr berücksichtigen solltet. Ne? Zum einen könnt ihr hier eure Auflösung festlegen. Natürlich, wenn ihr auf dem G-Cloud spielt, 1080p. Oder wenn ihr das kleiner macht, falls ihr weniger Bandbreite zur Verfügung habt, 60 Frames per Second. Und ganz wichtig, diesen Button hier an schlechte Netzwerkbedingungen anpassen, den solltet ihr unbedingt ausmachen. Egal wann und wie und wo ihr bei GeForce Now spielt. Weil falls ihr den anmacht und ihr habt irgendwie mal einen kleinen Stotterer drin im Netz oder was, dann regelt euch GeForce Now automatisch runter und gebt euch im Prinzip eine schlechtere Streaming-Qualität. Also den immer standardmäßig deaktivieren. Und ansonsten, ja, die Büchserate 50 Mbits, das können wir eigentlich auch runterdrehen. Ne? Also für 1080p, 60 Frames per Second, da würden auch, weiß nicht, 40 oder 30 reichen. Wir lassen es jetzt mal so, ne? Und würde sagen, jetzt versuchen wir doch mal hier Mirage zu spielen, oder? Oder Motorfest? Was wollen wir spielen? Mirage, Motorfest, Mirage, Motorfest. Ein Rennspiel. Ein Rennspiel ist immer gut, um reinzukommen, um mal zu sehen, wie ist die Streaming-Qualität. Kommt zu Verpixelung, kommt zu Artefakten. Los geht's. Powerslide, hallo Devil, Armin, was ist die Max-Streaming-Einstellung bei GeForce Now? Die Max-Streaming-Einstellungen sind 75 Mbits. Da kannst du 4K-Auflösung mit bis zu 120 Frames per Second streamen oder du kannst eine Full-HD-Auflösung mit bis zu 240 Hertz streamen, 42 Frames per Second, allerdings nur im Ultimate-Tier. Im ganz normalen Priority-Tier hast du 1080p und 60 Hertz. Und falls ihr übrigens einen Monat GeForce Now Priority gewinnen wollt, dann bleibt dran, denn genau das haben wir noch zu verlosen im Laufe des Streams. Wir hauen nämlich einen Code raus für einen Monat GFN Priority und der ist auch nutzbar für bereits bestehende Kunden. Also es ist kein Neukundenangebot. So, wollen wir endlich mal spielen. Halbe Stunde im Stream. Unglaublich hier, unglaublich. Da holt man sich ein Cloud Gaming Handheld, damit man irgendwie ein bisschen schneller und besser spielen kann. Und dann sitzt man nur vor Wartebildschirmen. So, was kann ich euch noch zeigen? Also, wenn man irgendwo in einem Spiel ist und man drückt die Home-Taste gedrückt hat, dann kriegt man so ein kleines Seitenmenü. Da seht ihr, da könnt ihr schon mal die wichtigsten Einstellungen vornehmen. Zum Beispiel könnt ihr Helligkeit hoch und runter schrauben. Das hat jetzt keine Auswirkung direkt auf den gecapturten Stream, aber ihr seht sie unten am Gerät. Ne? Da seht ihr, es wird es heller und dunkler.
könnt ihr sozusagen euren Sichtverhältnissen und Vorlieben, aber natürlich auch eurem Akkuverbrauch anpassen. Ihr könnt die Lautstärke hier auch nochmal einstellen. Das geht auch hier mit den Buttons. Na, also ihr seht, wenn ihr den Button hier oben drückt, dann wird die Lautstärke auch lauter und leiser. SFX ist im Prinzip die Lautstärke der Klingeltöne und der Button selber. Die drehe ich am besten immer ganz runter. Und auch hier könnt ihr nochmal die Bildschirmaufnahme manuell starten. Also dass sozusagen mal dieses Schnellmenü einfach auf die Home-Taste gedrückt hat. Und Leute, wir spielen ein Spiel. Unglaublich. 30 Minuten im Game und wir spielen tatsächlich The Crew Motorfest. Woo! Ja, so sollte das schon eher sein. Ne? Man drückt bei GeForce Now auf den Knopf und ist direkt im Spiel drin. Und ja, 1080p, 60 Frames per Second. Läuft. Und nochmal, das läuft jetzt hier alles über eine WLAN-Verbindung. Ne? Also es hat momentan noch keine Möglichkeit, über dieses USB-C in Ethernet anzukoppeln. Das soll aber noch kommen, laut Support. Da hatte ich nämlich auch schon mal angefragt. Also da arbeiten sie dran. Und momentan ist aber die einzige Möglichkeit zu spielen über WLAN. Und das werden wir uns mal anschauen, wie das läuft. Springen wir gleich mal in den aktuellen Summit rein. Ich glaube, Grafikeinstellungen so, das müssen wir uns jetzt nicht anschauen. Ne? Das ist ja im Prinzip, wir sind ja im Prinzip gecapped durch GeForce Now Ultimate. Das ist ja alles auf Maximum und 60 Frames per Second. Aber ja, weiß nicht, fahren wir einfach mal, wo bin ich denn hier noch nicht so gut? So, hier bin ich an zweiter Stelle unter meinen Freunden. Hier bin ich noch verbesserungsmäßig. Hier bin ich fünfter Platz, das können wir mal fahren. Das Street Tier 2 Event hier im aktuellen Summit. Mombach, gibt es eine Rumble-Funktion? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also, theoretisch unterstützt es das. Und der Recap von unserem Discord hat es auch zum Laufen gebracht. Bei mir selber funktioniert es aber interessanterweise nicht. Also, keine Ahnung, woran das liegt. Ob ich dann noch irgendeine Einstellung nicht gemacht habe oder irgendeine Einstellung falsch gemacht habe. Aber bei mir, also wenn ich das lokal teste, ne, wenn ich in die Menüs gehe und sage Vibration ein, dann merke ich das. Ne? Das ist so ungefähr wie beim Handy, so die Vibration, ne? Die man so hat, das Feedback. Ne? Ist nicht toll, ist nicht so, dass das ganze Ding irgendwie rumbelt. Aber in den Spielen selber habe ich es noch nicht gemerkt. Das kann aber auch daran liegen, dass die ganzen Cloud-Gaming-Dienste einfach keinen Rumble haben. Ne? Also, who knows. Also jetzt bei GeForce Now merke ich es nicht. Da weiß ich aber nicht, ob das vielleicht irgendwie an Android 11 und Dings liegt oder, ja, who knows. So, aber jetzt spielen wir doch tatsächlich zum allerersten Mal hier auf dem G-Cloud über GeForce Now. Und ja, was soll ich sagen? Also, ihr seht es, ne? Es ist im Prinzip ein nahezu perfektes Bild. Wir haben es natürlich auch unglaublich hochgedreht, irgendwo um die 50 Mbits, 1080p, 60 Frames per Second. Aber ihr seht den gecapturten Stream, ihr seht es auch so ein bisschen in der Handheld-Kamera. Ich sehe gar nichts. Ich sehe keine Frame-Artefakte, ich sehe keine Verpixelungen. Es spielt sich echt super, sieht toll aus und es führt, im ersten Moment zu so einer absurden Situation. Du hast dann Handheld in einem Gerät und spielst halt Games auf maximal Settings. Und das ist echt, also wenn man das lange nicht gewöhnt ist, ist das echt verrückt, weil man echt das Gefühl hat, hä? Cloud Gaming auf so einem Ding, das geht doch eigentlich gar nicht. Man ist ja immer nur gewöhnt, irgendwie an einem großen Fernseher und Co. zu spielen, von daher, mich hat es echt beeindruckt, was das Ding schafft. So, jetzt werden wir natürlich hier nicht groß was reißen im Summit, weil ich mich mehr auf den Chat konzentriere und auf das Ganze hier. Aber so vom Streaming her, also ja, gerade für ein Rennspiel, da sieht man ja immer sehr schnell, ob da irgendwas verpixelt oder irgendwas verwischt und so weiter und so fort. Und ich bin auch froh, dass wir endlich mal ein bisschen Gaming-Footage sein können und nicht nur in irgendwelchen Menüs festhängen. So. Der Crew Motorfest. Ja, im aktuellen Summit muss ich mich noch ein bisschen anstrengen. Ich habe noch nicht so die Zeit gehabt, beziehungsweise ich habe die Zeit in Bagdad im 8. Jahrhundert verbracht. Oder im 9. besser gesagt. Aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Recap. Es geht nur bei Remote, leider bei keinem Streamdienst. Da meinst du wahrscheinlich die Vibration-Funktion. Also wie gesagt, der Recap kennt sich da schon ein bisschen besser aus. Theoretisch unterstützt es das, aber... Oh, ich muss langsam mal hier mein Dings umschalten. Ne? Wir sind ja gar nicht mal bei Shadow. Wir sind ja schon bei... Stream. Da, GeForce Now. Wir spielen momentan GeForce Now. Hey, zurück. Da, GeForce Now. So. Bringen wir das Ganze hier mal halbwegs zu Ende auf dem vorletzten Platz. Damit wir euch noch ein paar coole Funktionen zeigen können. So, ich mache jetzt einfach mal eine Bildschirmaufnahme, dass wir uns die angucken können. So, ja, Aufnahme starten.
Und ihr seht auch, während eine Aufnahme läuft, hat im Prinzip keinerlei Nachteile. Ist nicht so, dass das Ding irgendwie ruckeln würde oder zu sehr beschäftigen würde. Nö, es gibt, speichert einfach nebenbei diese Aufnahme. Und das Ganze hat auch ein internes Mikro. Das weiß gar nicht, ob das momentan an ist, hier mit der Dingskarte. Ansonsten werden wir uns die Aufnahme gleich mal angucken. Ups, schön vom Ziel noch letzter geworden. Ja, so gehört sich das. Und dann kann man im Prinzip diese Aufnahme auch direkt aus, entweder auf dem Gerät über USB-C runterziehen, so Aufnahme beenden, oder auch direkt über euren Gmail-Account in Google Fotos euch anschauen. Also relativ entspannt einfach. So, was gibt's noch? Es gibt auch die Funktion der Vergrößerung und dazu müsst ihr die G-Taste hier und die Menü-Taste gleichzeitig drücken. Ich mach das mal, wenn ihr irgendwie sagt, was steht denn da eigentlich, dann drückt ihr die. Und dann zoomt er im Prinzip ran. Ne? Dann könnt ihr hier mit dem Trigger-Tasten, irgendwie geht es jetzt gerade nicht. Also eigentlich kann man hier noch weiter ranzoomen. Oder auch sozusagen hier mit dem Joystick euch so ein bisschen das Größe anschauen. Und wenn ihr das dann nochmal drückt, dann kommt er da wieder raus. Interessant, dass das momentan nicht geht. Also irgendwie, heute haben wir es irgendwie. Ne? Also eigentlich normalerweise kann ich jetzt hier die Trigger-Tasten drücken und dann zoome ich dann noch weiter ran. Aber momentan... Ich glaube, man kann bis zu 6-mal das Ganze vergrößern. Ja, momentan funktioniert es nicht. Also hier so diagonal drücken, habt ihr eine Vergrößerungsfunktion. Ja, das war erstmal The Crew Motorfest. So viel dazu. Würde ich sagen, Spiel verlassen und schauen wir uns mal an, was wir da aufgenommen haben. Crywolf, guten Abend zusammen. Schön, dass du da bist. So, wenn ihr diese Home-Taste drückt, landet ihr immer automatisch wieder in diesem Handheld-Menü. So, ne, egal was da im Hintergrund läuft. Ihr seht es da im Hintergrund, läuft noch GeForce Now. Das heißt, ihr könnt jetzt hier irgendwelche Einstellungen vornehmen, irgendwelche Sachen euch anschauen und wenn ihr dann wieder zu GeForce Now zurückgeht, springt er im Prinzip immer wieder in die App rein. Das geht auch während des Spielens. Ne? Also ihr könnt dann auch während des Spiels mal euch eure Aufnahmen anschauen oder eure Mail checken oder was auch immer machen und dann springt er wieder zurück und ihr seid wieder im Game drin. So, jetzt gucken wir uns mal an, was wir gemacht haben. Also wir sehen das Google-Album und dann könnt ihr im Prinzip sehen, okay, das und das habe ich aufgenommen. Das ist hier in meiner Galerie. Das ist hier gespeichert und okay, wir haben hier einen Screenshot aufgenommen. Ja, das ist dieser komische Assassin's Creed Test Screenshot und das haben wir gerade gemacht bei Shadow. Seht ihr jetzt hier oder wir sehen auch die Videos, die wir aufgenommen haben. So, ne, da sehen wir, gucken wir uns mal das Crew-Video an. Das haben wir gerade gemacht. Und wo ist jetzt der Sound? Ah ja, wie es aussieht, wenn ihr das Ganze per Capture Card angeschlossen habt, habt ihr keinen Sound, auch wieder was gelernt. Normalerweise habt ihr aber Sound, ne? Also ihr seht es hier auch, Sound ist an, aber ihr hört nichts. Wenn ihr die Capture Card nicht dran habt, wird auch der Sound aufgenommen. Schöner Bug, gleich mal melden. So. Nichtsdestotrotz könnt ihr euch das dann anschauen. Könnt ihr teilen, bearbeiten, in die Cloud schicken und so weiter und so fort. Alles, was man halt damit... Dann, genau, das ist das. So. GeForce Now abgefrühstückt. Was war denn an zweiter Stelle? Schauen wir mal, Xbox Cloud Gaming war an zweiter Stelle. Dann schauen wir uns das auch nochmal an. Oder wollen wir erstmal zuerst die Settings durchgehen? Wir gehen mal zuerst die Settings durch. Ne? Und bevor wir die Settings starten, muss ich euch nochmal ganz kurz rausgeben. Denn die erste Einstellung sind direkt die WLAN-Einstellungen mit den IP-Adressen. Und ja, die wollte ich nicht so gerne loswerden. So, also die erste Einstellung ist WLAN. Ja, da könnt ihr euer WLAN einstellen. Dann seid ihr hier schon bei Bluetooth. Und wo wir Bluetooth sind, schalten wir das gleich mal an und koppeln mal unseren Xbox-Controller. Den nehmen wir nämlich hier, machen den einfach an, habe ich vorher auch schon gekoppelt. Und was dann passiert ist, was für mich sehr entspannt wird, ich kann mich ein bisschen zurücklehnen, kann meinen Xbox-Controller in die Hand nehmen und das Ganze, hier seht ihr es, ne? Ich bediene jetzt im Prinzip das G-Cloud mit meinem Xbox-Controller. Das Ganze kann ich hier noch ein bisschen liegen lassen. Warte mal, ich zoome euch auch noch mal ein bisschen ran, dass ihr es besser seht. Und kann das jetzt ganz entspannt hier mit meinem Controller weiter bedienen und mit dem Controller weiterspielen. Das ist auch sehr cool, wenn ihr mal irgendwo unterwegs seid und das Ding einfach irgendwo hinstellt und nicht die ganze Zeit in der Hand haben wollt, könnt ihr im Prinzip jeden beliebigen Controller anschließen und damit weiterspielen. So, Webcam, Eigenschaften, konfigurieren und Zoom. Zoom. Hä? Zoom ich gerade mich selber? Wieso geht denn das jetzt hier nicht? Ist ja unglaublich. Also, wie es aussieht, hat sich auch der Zoom-Funktion hier verabschiedet. Na gut, es ist noch live. So, also ich spiele jetzt hier mal weiter mit meinem Xbox-Controller. Ja, Flugmodus ist auch selbsterklärend. Ne? Dann schaltet sich halt WLAN und Bluetooth aus. Display, ja, hier könnt ihr die Helligkeit regeln. Anpassbare Helligkeit könnt ihr auch einstellen. Dann wird es im Prinzip heller oder dunkler, wenn ihr das automatisch wollt. Oder auch so Nachtlicht, ne? Dann wird es so abgedimmt. Ne? Das aktivieren.
Ja, ihr seht das jetzt auch nicht, oder sieht man's? Doch, sieht man, ne? Wird so ein bisschen wärmer. Ja, ist eigentlich eine Spielerei, braucht man nicht groß. So, Thema und Hintergrundbild. Ja, da könnt ihr im Prinzip verschiedene Hintergründe auswählen. Nichts groß Spannendes, außer eigene Hintergründe. Ne? Also wenn ihr zum Beispiel hier Cassandra als Hintergrundbild haben wollt, und jetzt gehe ich auch mal kurz ein bisschen vor, könnt ihr das Ganze auch nochmal... Ne, ist schon deblurred. Ah, jetzt ist natürlich noch GeForce Now an. Das werden wir mal kurz beenden. So, App schließen. Ja. Und wie es aussieht, hat es nicht übernommen. Kurz die. Interessant. Wieso hat es nicht übernommen? Ich habe es doch eingestellt. Also heute ist wirklich der Wurm drin. Normalerweise könnt ihr das im Prinzip anpassen und dann habt ihr ein anderes Hintergrundbild. Irgendwie scheint es heute nicht zu funktionieren. Eieieiei, was ist hier los? Live-Tests. Ja, Thema, da könnt ihr im Prinzip ein dunkles Thema oder ein helles Thema anwenden. Ich habe im Prinzip immer das Dunkle an. So what? So, Töne, auch nichts groß Neues, ne? Lautstärke hoch und runter regeln. Das sind im Prinzip Tastentöne. Töne bei Displaystärke an- und ausmachen. Töne und Vibrationen beim Aufladen. So, Akku, hier könnt ihr einen Energiesparmodus anmachen, wenn ihr wollt. Und noch einstellen, ob die Ladestandanzeige in Prozent sein sollen. So, wir haben noch ein paar Meldungen aus dem Chat. Eine Funktion für Barclay, die Lupe im Moon Live. Ja, genau. Momboch, kann man sich die Stream-Performance aller Steuerungen ändern zeigen? Nein, leider nicht, weil das die Android-App ist. Das ist nicht die PC-App. Recap, da es die Android-App ist, geht nur, geht nur das Kleine anzeigen lassen. Recap, Auflösung, FPS, Bitrate, glaube ich. Genau, ich glaube, das war irgendwie L-Button, L-Trigger und B oder so, ne, wenn ich mich recht erinnere. Armin, kann man, wenn ein Bildschirm an das G-Cloud angeschlossen ist, das Gerät ausschalten, so wie im Steam Deck? Nein, das geht leider noch nicht, wie ihr es hier seht. Ne, das ist im Prinzip immer gemirrored, aber das wird in einem der nächsten Updates kommen. Das wurde schon angekündigt, dass man das machen kann. Ja, da ist der Wurm drin. Irgendwie, wie das so ist bei einem Livestream. Ne? So, jetzt kommen aber ziemlich, ziemlich coole Funktionen. Controller. Also, ihr könnt natürlich zum einen Tasten neu zuweisen. Ne? Da fragt ihr euch, hä, wozu ist das gut? Ne? Also hier L1. Könnt ihr im Prinzip auf beliebige Tasten drücken. Naja, es ist zum Beispiel dafür gut, wenn ihr die Sticks nicht reindrücken wollt. Ne? Wenn ihr ein Spiel habt und sagen wollt, oh, L3 drücken, habe ich keinen Bock. Ich lege das jetzt einfach mal auf diese Taste. Und jetzt ist es so, immer wenn ich sozusagen den Schulterbutton drücke, habe ich einen Stickbutton. Ne? Ziemlich, also für mich, der jetzt hasst, die Sticks reinzudrücken, ist das ziemlich cool. Und so könnt ihr im Prinzip alle Tasten hier umkonfigurieren, wo ihr das hin wollt. Wenn ihr vielleicht ein Spiel habt, wo ihr immer nur ein paar Tasten drückt und die wollt ihr auf einen anderen Punkten haben, finde ich das schon ziemlich praktisch, dass man das kann. So, zurücksetzen. Dann, bestätigen. Dann Joystick-Empfindlichkeiten finde ich auch cool. Ne? Die könnt ihr dann im Prinzip hier, also ganz normal ist im Prinzip linear. Ne? Je doller ihr das macht, desto eher, also je doller ihr den Joystick ausdrückt, desto eher wird das registriert. Dann könnt ihr es hier so ein bisschen verzögert machen. Unmittelbar. Hochleistung, flüssig oder auch anpassen. Und was bei Anpassen passiert ist, ihr kriegt zwei so eine kleinen Punkte und die könnt ihr dann quasi verschieben, wie ihr wollt. Dann könnt ihr sozusagen euren eigenen Einstellungen und euren eigenen Präferenzen das anpassen. Und das nochmal vom linken und rechten Joystick getrennt. Ziemlich coole Sache. Gerade so bei Rennspielen oder bei Shootern hat man ja doch vielleicht seine eigenen Einstellungen, die man da machen will. So, Trigger-Dead-Zone-Einstellungen ist im Prinzip auch klar. Ne? Also normalerweise geht es dann im Prinzip von, jetzt muss ich mal hier selber ran an das Ding, das wird nicht übernommen vom Xbox-Controller. Ne? Je nachdem, wie doll ihr den Trigger drückt, wird das im Prinzip von 0 bis 100 registriert. Wenn ihr zum Beispiel einen Shooter habt und ihr wollt, dass das Ding sofort bei 100 ist, ne? Selbst wenn es nur ganz bisschen antastet, dann könnt ihr das hier im Prinzip auf 1 drücken und dann ist quasi jede Reaktion, ne? Jedes nur Anhauchen dieses Triggers habt ihr dann sozusagen sofort bei 100%. Oder ihr sagt halt irgendwie, ihr wollt ein bisschen mehr Dead Zone drin haben, dann könnt ihr den Startpunkt da nach unten drücken und das ein bisschen verschieben. Eigentlich auch ganz cool für die Anwendung, falls man das nochmal braucht. Und das auch wieder vom linken und rechten Trigger getrennt. So, Joystick Dead Zone Einstellung ist im Prinzip auch das gleiche. Da könnt ihr sagen, wie groß die Dead Zone ist, ab wann das dann nicht mehr registriert werden soll. Also ihr seht, selbst wenn ich den hier schon, das habe ich hier auf 20 gedrückt, den linken, das ist schon, oder machen wir hier mal auf 30. Das ist schon recht groß. Das heißt, bis hier würde nichts registriert werden. Das ist schon ordentlich. Und erst darüber hinaus würde das registriert werden. Das ist dann auch cool, wenn man irgendwie Stick Drift hat oder sowas, dann kann man das anpassen. Ich mag das eigentlich, wenn es sehr empfindlich ist und habe das hier relativ klein gemacht, sodass auch kleine Bewegung schon registriert werden. So, Screenshot haben wir schon gesehen. Ne? Das ist im Prinzip hier Drei-Punkte-Menü und Menü. Und das könnt ihr auch ändern. Ne? Also ihr könnt das auch auf andere legen.
je nachdem, wo euch das am liebsten passt. Oder auch die Bildschirmaufnahme, die haben wir ja auch schon gesehen. Ne, hier unten die G-Taste und die Home-Taste. So, Startbildschirmeinstellung, die Standard-App auf die Standard-Album-App auf dem Startbildschirm, entweder Google Fotos oder die Galerie. Ich mag das halt, wie gesagt, wenn das gleich im Fotos ist, ist es gleich in der Cloud synchronisiert. Ihr könnt euch die Google-Suchleiste auf dem Startbildschirm anzeigen. Ja, wer es braucht, dann spart man sich den Klick auf Chrome. Und ihr könnt so einen Unschärfe-Effekt zum Desktop hinzufügen. Ja, wer das schön findet, eigentlich auch mehr oder weniger Spielerei. Hier könnt ihr euch noch die Notifications an- und ausschalten, ne? So Pop-up, Banner und Nachrichtencenter. Das sind im Prinzip die gleichen Symbole, wie sie auch bei Android sind. Ganz normal, könnt ihr hier einmal durchswitchen. Und jetzt kommen wir zu einer ziemlich coolen Funktion, nämlich der Tastenbelegung. Tastenbelegung, die ist hier noch unter Labor. Das sind experimentelle Funktionen, die werden erst noch ausgerollt und da seht ihr zwei Funktionen. Einmal eine, die ist standardmäßig aktiv und den nutzen wir jetzt auch schon, der TV-Ausgang. Da ist nämlich so, dass man jetzt hier per USB-C das Ganze an den Fernseher anschließen kann, über einen HDMI-Output und dann das an den Fernseher liefern kann oder an eine Capture-Card und deshalb könnt ihr das jetzt sehen. Und es gibt die Tastenbelegung. Und was ihr hier machen könnt, ist ziemlich abgefahren. Ihr könnt euch nämlich Touch-Funktionen auf die Tasten raufhauen. Und was das bedeutet, das zeige ich euch jetzt mal in einem lokalen Spiel. Beziehungsweise das zeige ich euch gleich. Wir gehen mal noch die restlichen Menüpunkte durch. Da sind nämlich immer so viele. Hier könnt ihr noch die Schriftgröße in Bedienungshilfen ändern. Ne? Also sozusagen auch kleiner und größer machen. Hier haben wir diesen Vergrößerungseffekt. Den haben wir eben schon gesehen, dass man sozusagen über die G-Taste und die Menütaste einen Bildschirm vergrößern kann. Den könnt ihr hier an- und ausschalten. Und ansonsten gibt es noch ja, System-Updates, automatische System-Updates, Update-Verlauf anzeigen und Geräteinformationen. So, aber jetzt kommen wir mal zu der Tastenbelegung. So, was bedeutet das jetzt? Wozu brauche ich das eigentlich? Ich starte einfach mal ein lokales Spiel und dazu kommen wir dann auch gleich zu dem Punkt Android. Denn das Ganze ist natürlich ein ganz normales Android-Tablet und ihr könnt auf diesem Android-Tablet alle möglichen Apps installieren. Also wie ihr das von Android kennt, das Ganze geht über den Google Play Store. Hier seht ihr ihn und dann könnt ihr im Prinzip alles, was es aus dem Google Play Store gibt, auch installieren. Das heißt, ihr könnt auch YouTube installieren, ihr könnt Netflix, Disney Plus, Streamingdienste, alle möglichen Apps, die ihr auf dem Handy oder auf Tablets habt, gehen hier auch. Und natürlich auch Spiele. Und dann starten wir doch mal so ein Spiel, nämlich Octopath. Das habe ich im Prinzip hauptsächlich deshalb ausgewählt, erstens, weil es Free-to-Play ist und zweitens, weil es halt ein nur per Touch steuerbar ist und ich euch deshalb mal diese Touch-Zuweisung zeigen kann. This is a Single-Player-RPG. Content will be periodically added. So, jetzt haben wir nämlich die Problematik. Tap to start. Jetzt kann ich mich hier zu Tode drücken, weil es geht nur per Touch zu steuern. Loading Data. Wenn es jetzt hier auch noch ein Update gibt, dann werde ich wahnsinnig. So. Loading. So, und da sind wir auch schon mitten im Spiel. Und jetzt, wie gesagt, man kann nichts steuern hier, sondern man muss halt das Ganze per Touch steuern. Ne, ihr seht jetzt hier, wenn ich auf den Touchspiel raufschule, dann kann ich nach rechts und nach links gehen. Und hier unten links habe ich ein Menü. So, aber jetzt gibt es diese geile Funktion. Und um die zu aktivieren, gehe ich hier wieder in mein Menü rein. Ne, also Home-Taste gedrückt halten. Und jetzt sehen wir hier auf der linken Seite Tastenbelegung konfigurieren auf einmal. Das war vorher nicht da, habe ich jetzt durch die experimentellen Funktionen aktiviert. So, und jetzt kann ich hier die Tastenbelegung aktivieren. Tastenbelegung konfigurieren. Und dann kann ich Folgendes machen. Ich kann sozusagen irgendwo, wo mein Touch mit dem simuliert werden soll, das kann ich jetzt hinschieben. Ne? Also immer wenn ich jetzt den linken Joystick bewege, wird im Prinzip eine Touch-Funktion auf dem Bildschirm simuliert. Ne, ich zeige euch das mal. So soll es ungefähr sein. So, ja, okay. Wie komme ich raus? Ach so, da oben. Zurücksetzen, speichern, speichern. So, Konfiguration gespeichert. Und jetzt habe ich den Fall, ne, wenn ich den Joystick bewege, wird sozusagen eine Touch-Funktion genau auf dieser Stelle simuliert. Und ich kann einfach mal mit meinem Joystick ein Touch-Spiel spielen.
Und das ist schon ziemlich cool. Also gerade wenn ich da an Spiele wie Assassin's Creed Jade denke, die auch nur per Touch steuerbar sind, kann ich dann im Prinzip einfach sagen, okay, ich packe diese ganzen Funktionen auf meine Tasten und kann dann auch direkt mit meinem Controller ein Touch-Only-Spiel spielen. Und was das jetzt noch bedeutet, sehen wir auch gleich, wenn wir uns die ganzen mal einblenden. Ne, ich mache jetzt belegte Tasten einblenden. Ich habe natürlich auch schon was vorbereitet. Wenn ich jetzt hier in ein Menü gehe, müsste ich eigentlich jetzt hier auf diesen Menü-Button drücken, ne? Also hier rauf drücken, aber ich habe das jetzt einfach mal hier auf die Menü-Taste gelegt. Das heißt, Menü-Taste, Guide, und ich kann sozusagen hier mit meiner Menü-Taste normalerweise diese Funktion hier links steuern. Das ist schon ziemlich cool. So, und wenn ich jetzt hier, was ist jetzt hier links Party, dann habe ich D-Pad links und kann sozusagen in mein Party-Menü rein, ohne dass ich da groß auf dem Touch-Display rumtatschen muss. Und Quests nach unten. Und Board nach oben und so weiter und so fort. Was war es dann noch? Feind nach rechts. Also ich habe dann im Prinzip so Standardeinstellungen, die ich dann schon belegen kann. Und also holy moly, das ist schon ein unglaublicher Mehrwert. Jetzt ist natürlich das hier noch eingeblendet, das können wir uns gleich wieder ausblenden. Aber je nachdem, was ihr dann so zocken wollt, braucht ihr im Prinzip keinen Touch mehr. Ziemlich coole Sache eigentlich, oder? Schreibt doch mal, was ihr davon haltet. Also für mich war das ein ziemlicher Augenöffner, dass man so eine coolen Sachen auch machen kann. Ja, ansonsten, wenn wir schon im Bereich Local Gaming sind, noch eine andere coole Sache, die ich euch zeigen möchte, denn das Ding hat auch ein Gyroskop. Das heißt, ihr könnt im Prinzip mit dem auch, falls die Spiele das unterstützen, das Ganze per 3D-Steuerung steuert. Hier seht ihr das auch schon. Ich habe einfach mal so einen 0815 Aim-Trainer installiert und je nachdem, wie ich dieses Tablet hier bewege, kann ich damit zielen und dann in Shootern oder ähnlichen das Ganze auch verwenden. Also gehen wir mal auf Training. Ja, einfaches Schusstraining. Geht ja hier nur im Prinzip ums Prinzip. Und so, ne? Shoot to start. Und ihr seht schon, ich kann jetzt im Prinzip entweder mit dem Joystick schießen und nie was treffen oder ich kann relativ sensitiv das Ganze nutzen und da ist auch kein Lag drin und nichts. Ne? Also jetzt schieße ich mal hier und dann mache ich mal so ein kleines Aim-Training. So, jetzt schießen wir hier zack, 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 zack. Und ihr seht schon, also ich bin jetzt auch nicht der Pro, aber das würde ich mit dem Joystick nicht hinbekommen. Ja. Nachladen, ja. Frage ist ja auch immer, denkt man invertiert? Also jetzt ist es so, dass ich im Prinzip quasi, wenn ich jetzt darauf schauen würde, ich schaue jetzt natürlich auch auf meinen Bildschirm, wenn ich darauf schauen würde, dann wirkt das fast wie so eine Augmented Reality, ne? Dass ich dann im Prinzip, je nachdem, wie ich das Tablet drehe, dann das Fadenkreuz ausrichte. Manche mögen das ja auch genau invertiert, dass ich dann im Prinzip, wenn ich nach rechts drehe, dass ich das Ganze auch nach rechts drehe und nicht sozusagen invertiert nach links. Das kann man aber dann auch einfach konfigurieren, entweder im Spiel oder... Oder auch in den Menüs. So, versuchen wir hier mal noch ein bisschen was zu treffen. Tri-Wall finde ich super praktisch. Ja, ich weiß nicht, meinst du die Touch-Steuerung oder die Gyroskop? Wahrscheinlich die Touch-Steuerung, ne? Das ist schon ziemlich cool. So, also. Und wir kriegen gleich mal Werbung. Sehr schön. Das gehört auch dazu, so ein Free-to-Play, dass man gleich mal so ein Anime-Video bekommt. Wie kann ich das überspringen? So. Sehr schön. Also, wir waren immerhin besser als 45% aller Spieler. Wir haben es nicht über die Hälfte bekommen, aber naja, für so eine einfache Demo hat es noch gereicht. Cool, also das war so ein bisschen Local Gaming, aber jetzt wollen wir weitermachen mit Cloud Gaming, oder? Jetzt machen wir mal, was war an zweiter Stelle? Xbox Cloud Gaming. Schauen wir doch mal in Xbox Cloud Gaming rein und dann nehme ich dann auch wieder meinen Xbox-Controller, lehne mich mal ein bisschen zurück. So, da sind wir auch schon in der Übersicht. Cloud. Und was wollen wir spielen? Ja, ich glaube From Space, oder? From Space ist gerade veröffentlicht worden, das ehemalige Spiel, was auch auf Stadia lief. Zumindest ganz kurz. Touch. Eher Yao, Crywolf. Und willkommen in der xCloud. Willkommen bei den Wartezeiten. Also, es spielen gerade sehr viele Personen. Die Wartezeit beträgt etwa 2 Minuten. Tja, dann vertreiben wir uns doch die Wartezeit, oder? Chat? Wie sieht's denn bei euch aus? Ist so ein Cloud-Gaming-Handheld überhaupt was für euch? Seid ihr interessiert? Oder sagt ihr, nee, wenn, dann will ich das schon eher lokal spielen? Preis ist natürlich auch ein wichtiger Faktor. Viele sagen ja, das ist überteuert.
Und meine Meinung dazu ist, ja, ist es auch. Also momentan ist es nach unverbindlicher Preisempfehlung bei 360 Euro. Das ist eine ganze Stange Geld. Da kriegt man halt auch schon eine Switch für. Da kriegt man auch fast eine PlayStation 5. Da kriegt man eine Xbox Series S für. Also den Preis ist es definitiv nicht wert. Ich habe es mir im Sale geholt für vor einem Monat ungefähr für 320 Euro. Und der ausschlaggebende Grund war, dass auch noch Gutscheine dabei waren. Ohne die Gutscheine hätte ich es mir auch nicht geholt. Aber es waren zum einen 3 Monate Game Pass Ultimate dabei. Und interessanterweise, als ich die aktiviert habe, hat er mir gesagt, wenn ich automatische Zahlung einrichte, kriege ich noch einen vierten umsonst. Also da sind wir schon mal bei 60 Euro Mehrwert. Dann war noch ein Monat Shadow PC dabei. Das ist 30 Euro Mehrwert und ein Monat GeForce Now Priority. Der wäre auf dem Papier 10 Euro wert. Da ich aber Ultimate-Kunde bin, verlose ich den ja heute an euch weiter. Von daher, wenn man das alles aufrechnet und alles nutzt, kommt man schon auf einen Mehrwert von über 100 Euro. Und dann ist man irgendwo, also wie gesagt, davon nutze ich halt effektiv 60 Euro. Und dann sind es bei mir 320 minus 60, 260 Euro. Das ist immer noch eine Stange Geld, aber das ist für mich ein Handheld-Gaming wert, weil ich auf jeden Fall ein Handheld-Gerät haben wollte und auf jeden Fall auch ein Cloud optimiertes haben wollte. So, aber jetzt starten wir hier die xCloud und vielleicht seht ihr das schon. Die Streaming-Qualität kommt nicht an GeForce Now ran. Also ich weiß nicht, ob das hier bei YouTube auch sichtbar ist. Könnt ihr mal was schreiben. Aber ich sehe jetzt schon, dass es quasi verpixelt ist und dass es nicht wie bei GeForce Now ein richtig klarer 1080p-Stream ist. Crywolf, bei dem Preis gehe ich aufs Steam Deck. Ja, das kann ich auch verstehen. Still chillen. Das kleine Steam Deck wäre eine Alternative, wenn das mal wieder im Sale ist. Armin, maximal 200 Euro. PowerSlide geht auch Flight Simulator. Was meinst du mit, wenn es eine X-Cloud ist, dann ja. Aber ich weiß nicht, ist Flight Simulator in der X-Cloud? Können wir mal schauen. So, also, wir starten hier. Hordenmodus, Storymodus, Einstellung. Gehen wir mal in die Einstellung, was man da machen kann. Sprache Deutsch, speichern an, Version, okay. Anzeige, Helligkeit, Kontrast, Gamma, große Texturgröße. Bildschirmrütteln an, Filmkörnung an, ja, an. Lautstärke, Steuerung, Tastenbelegung. Okay, die versuchen wir jetzt mal rauszukriegen und dann spielen wir einfach mal den Story-Modus. Beitreten, trete Freunden, neues Spiel. Ja, vielleicht nur spielen. Los geht's, 1986. Ein riesiger Kristallmeteor fiel auf die Erde. Und bald folgten die Alien-Invasoren. Mach das ja mal ein bisschen lauter, es kommt gerade sehr leise rüber. Die Eindringlinge zerstörten alles, was ihnen in die Quere kam. Um den Kristall für sich zu beanspruchen. Ja, könnt ihr mal schreiben, was wir danach spielen wollen in der xCloud. Ich wäre ja für Forza Motorsport. Das war auch mal ein Rennspiel anspielen und mal schauen, wie das hier auf der xCloud aussieht. Du bist die letzte Hoffnung der Menschheit. Aber schreibt doch mal, was wir spielen wollen. Ja, und das, was euch interessiert, können wir gerne mal reinhauen. Was wir auch noch machen, ist nochmal einen Hotspot-Test. Ah ja, hier können wir quasi unseren Loadout festlegen. Was haben wir hier? Flammentruppler, Grenadier, Kampfingenieur. Ach du meine Güte, ich will einfach nur einen, der schießen kann. Offensive Scharfschützin, offensiver Laborassistent, offensive Speerin. Offensiv ist immer gut. Nehmen wir mal sie hier. Auswählen, gedrückt halten, alles klar. PowerSlide, wie lange ist die xCloud noch in der Beta? Ja, das ist die Frage. So, und jetzt spielen wir hier im Prinzip also. Mein Xbox Elite Controller ist per Bluetooth mit dem Logitech G Cloud verbunden und das Ganze spielt die X Cloud in der Beta, also wirklich Streamception. Ja, aber ich weiß nicht, ob das hier bei euch rüberkommt, aber die Streaming-Qualität ist schon eher, naja, ne? Also, das kommt nicht an X Cloud ran. Das sieht man selbst hier auf dem Device. Schreibt mal in den Chat, ob es bei euch auf YouTube auch zu sehen ist, aber ob YouTube das noch glatt bügelt. Aber man sieht schon, dass es ganz schön vergrisselt ist.
So, wo sind denn jetzt hier die Feinde? Operation Vorbereitung. Melde dich bei Commandant Hartmann. Alles klar. So, Mombach. Wie fühlen sich die Sticks und die Button qualitativ an? Normal, hochwertig oder labberig? Ja gut, also ich kann mich da nicht beschweren. Die Sticks haben guten Widerstand. Die sind nicht zu leicht. Die gehen auch immer gut wieder in die Ausgangsstellung zurück. Die Buttons, ja ich weiß nicht, also ihr hört das ja so ein bisschen hier von dem Klickgeräuschen. Es ist okay. Also ich bin jetzt nicht der Großexperte, mit was kann ich das am ehesten vergleichen? Also am ehesten mit dem Xbox-Controller, würde ich sagen. Wenn ich hier noch einen PlayStation-Controller habe, der ist auch gut. Nee, ist okay. Das D-Pad ist auch okay. Vielleicht das D-Pad vielleicht ein bisschen... Das könnte ein bisschen direkter sein, dass man das Feedback ein bisschen mehr hat. Aber ansonsten, ich kann mich nicht beschweren. Und ja, also die Trigger sind halt immer so eine Sache. Ich halte die hier mal so ein bisschen rein. Die sind natürlich sehr... klein, wie das so für Handhelds ist, ne? Also da ist jetzt kein großer Abstand, da muss man ein bisschen fummeln. Ist nicht vergleichbar mit einem richtigen Controller. Aber ansonsten kann ich mich nicht beschweren. Ich kann das ja mal hier vergleichen mit einem, am ehesten vielleicht mit einem Kishi. Hier ist so ein Kishi V2 Controller, halte ich mal ein bisschen rein. Er ist jetzt schlecht, weil er schwarz ist. Aber es fässt sich wesentlich besser an als ein Kishi, auf jeden Fall. Also mit dem habe ich ja sehr lange gespielt, über viele Jahre. Und der ist mir definitiv zu klein, weil da fässt sich das hier wirklich besser an. Also einfach auch wegen diesen Ausmüllungen, wegen diesen Größen dieser Form und auch wegen dem Größen der Trigger. Das ist besser als ein Kishi, schlechter als ein Controller. So würde ich es formulieren. Devil, YouTube bügelt es glatt, ich sehe nichts. Ah ja, okay, dann werden wir nachher nochmal Forza spielen. Vielleicht sehen wir da einen Unterschied. So, was ist denn eigentlich? Spezialist wechseln? Nee, ich will eigentlich nur... So, jetzt muss ich mit denen sprechen. Aufgepasst, Spezialist. Hier ist, was wir bereits wissen. Unsere Satelliten haben ein Alien-Signal aus dem Kraftwerk von River City ausgezeichnet. Es ist das gleiche Signal wie das der Energieerntemaschinen. Du musst sie zerstören. Wir haben einen Helikopter in Bereitschaft, der dich dorthin bringt. Melde dich bei Unteroffizieren Paxton, wenn du mehr Vorbereitung brauchst. Frohe Jagd, Spezialistin. Ja. Will. Jagen. Let's go here. Let's go. Wo ist der Spezialist? Ist das Spezialistin Paxton? Ach ja, das ist Unteroffizier Paxton. Wie schön es ist, zur Abwechslung mal jemand Kompetentes zu sehen. Folge mir, wenn du im Übungskurs teilnehmen möchtest. Ja, will ich. So. Im Vergleich zum DualSense. Ja. Der Controller, der DualSense ist immer besser. Ne? Also, ich würde jetzt auch bevorzugt hier, wenn ich das hier teste, mit dem Controller spielen, weil ich da einfach ein besseres Feeling habe. Aber für unterwegs ist es schon gut. So, was soll ich jetzt machen? Bereits im Inventar. Anvisieren, schießen. Okay, machen wir mal. So, nachladen. Und Feuer frei. X ist nachladen, alles klar. Falls übrigens irgendjemand gerade online ist in der X-Cloud, ne? Ihr könnt mich gerne einladen oder hier mitspielen. Dann können wir ein bisschen zusammenspielen. So, Unteroffizier Paxton. Du kannst vielleicht gut schießen. Diese Dummies hatten keine Chance. Folge mir zum Granatenschießstand. Yes. Gib mir die Granaten. So, Granaten her. Inventar öffnen. Aha, okay. Waffen. Hier ist hier noch nichts, oder? Spezialistenwaffe wird freigeschaltet auf Stufe 4. Okay. So, RB zum Zielen halten, RB zum Werfen loslassen. Also. Ah ja, okay, so kann ich... Ups, jetzt habe ich die da hingeworfen. Aber wie kann ich denn zielen? Ach so, ich kann... Die Weite kann ich gar nicht einstellen. Ich kann bloß die Richtung einstellen. Na gut. So. Und so. Schaff. Unglaublich. Es ist fast, als ob du genau wusstest, gewusst hättest, wo die Granaten landen. Als nächstes kommt die Kampfsimulation. Keine Müdigkeit vorschütten. Laufschritt. Hm? Klar. Stacheldraht. Muss ich den jetzt hier hinlegen? LB zum Zielen halten. LB zum Platzieren loslassen. Ah ja, okay. Okay. Packen wir den mal hier hin. Kein Platz. Ah ja, ich kann selber durch Stacheldraht laufen, alles klar. So. Tower Defense. Alles verlegt. Und jetzt? Leg den Stacheldraht aus. Wie viel habe ich denn noch?
unendlich. Jetzt leg den Stacheldraht zwischen den Sandsäcken aus. Doch gemacht? Oder muss der genau hier rein? Ups. Jetzt ist hier schon alles voll. Also, wir haben es mal wieder geschafft. Das Spiel. Dieser Stream heute, ey. Wir schaffen es selbst, den Tutorial vom From Space kaputt zu machen. Ja, zum Zielen halten. Ich ziele doch. Da, jetzt haben wir es geschafft. So. Oh, da kommen sie schon. Nutze einen Nahkampfangriff, um das Ziel zu zerstören. Wie mache ich das denn? Rechter Stick. Oh, jetzt muss ich den rechten Stick drücken. Das hasse ich ja. Okay. Beeindruckend. Es war meine Ehre, bei der Arbeit zuzusehen. Oh, wir haben ein Achievement. Schließe den Übungskurs ab. Sehr schön. Kommandant Hartmann möchte, dass du dich übers Funkgerät meldest. So, okay, dann gehen wir mal zu Kommandant Hartmann. Come on! Da müssen wenigstens noch ein paar Aliens hier sehen, oder? Du kannst deinen Fortschritt speichern, indem du das Funkgerät benutzt. Ja, das machen wir. Das machen wir. Spiel speichern. So. Wir hören dich laut und deutlich, Spezialist. Begib dich an Bord des Hubschraubers. Mission abgeschlossen. Sehr gut. Weiter geht's in die Wohnwagensiedlung. Ich glaube, die war auch schon in der Demo. Hm. Noch ein Achievement. Das geht ja hier wie am Schnürchen. Armin, wie ist die allgemeine Qualität vom Gerät? Ja, ist super. Also der Bildschirm ist schön hell. Das gefällt mir gut. Die Verarbeitung ist auch super. Ist halt, wie gesagt, sehr leicht. Ne? So 450 Gramm ungefähr. Und ansonsten würde ich sagen, hochwertig. Also ist jetzt nicht aus Gold gemacht oder so, ne? Aber... ich habe das jetzt ungefähr einen Monat im Einsatz, auch relativ viel am Wochenende vor allem immer mitgehabt, relativ viel drauf gedaddelt. Meistens GeForce Now, ein bisschen Xbox Cloud Gaming, ein bisschen Local Gaming, aber ich kann mich nicht beschweren. Ich finde es vor allem schön, dass ich es relativ lange in der Hand halten kann. Ne? Also es ist jetzt nicht so, beim Kishi merke ich nach einer Stunde ungefähr, das tut dann irgendwann weh, vor allem hier so in den Ballenregionen. Das Ding kann ich halt ewig festhalten, da merke ich gar nichts. Und was ich auch cool finde, ich kann halt Netflix, Disney Plus drauf gucken und vor allem kann ich Eishockey drauf gucken. Ja, also Magenta Sport, Eishockey, das ist echt toll, wenn man das irgendwo in einem Hotel oder so unterwegs hat. Einfach hinstellen, ist halt besser, als es auf dem Handy zu sehen. So, auch wenn ihr meine Blablabla, Blablabla, ich muss zum Kraftwerk, das wird nicht einfach. Der einzige Weg führt durch die Kanalisation. Ja, weißt du was? Suche Billy Bob, er ist hier der Chef, also mehr oder weniger. Ich denke, dass er euch helfen wird. Hier ist ein Schlüssel für mein Tor. Schließt hinter euch ab. Okay. Billy Bob, wo bist du? Ich will Aliens schießen. So, gibt's noch was? Munition. Ah ja, linker Trigger ist Sprinten. Oh ja, das ist schon mal gut. Hier kann ich was zerstören. So. Was wir natürlich auch nochmal angucken können in Sachen Reaktionen, ist ein Plattformer, Celeste oder so. Das machen wir gleich noch, oder? Wir gucken uns gleich nochmal Celeste an als Plattformer. Oh, jetzt kommen die Aliens. Und dann schauen wir uns nochmal Forza Motorsport an als Rennspiel, um mal wirklich so die Qualität zu wollen. So, jetzt haben wir hier die ersten Aliens. Endlich, endlich schießen wir mal Aliens in From Space ab. Sehr gut, da sind sie auch schon. Rosa Brei. Jetzt müsste man nur noch treffen können. Okay. Kann ich mal eine Granate werfen? Ach nee, Stacheldraht. Granate werfen war? Habe ich nicht. Gut. Das sollte auch nur eine kleine Demo sein. Ich würde sagen, es reicht jetzt einmal mit From Space. Wir schauen uns nochmal andere Spiele an. Verlassen. Ja, ich möchte es wirklich verlassen. Wir sind ja auch schon längst weiter hier. Warum sagt mir denn keiner Bescheid? Xbox Cloud Gaming heißt das. Heißt das. So. Jetzt, um hier rauszukommen, müssen wir natürlich hier wieder auf den Touchscreen. Da müssen wir hier einmal rauf auf das Xbox-Menü. Ja, und
Spiel abbrechen. Spiel abbrechen. Ja, war gut. Nee, kein Feedback. So, jetzt schauen wir uns nochmal Celeste an. Das ist ja so ein bisschen ein Ultra-Plattformer, da was von der Cloud-Gaming-Sitzung getrennt. Es ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen wir sie später nochmal. Leute, was ist denn hier heute los? Ist ja unglaublich, oder? Also alle Cloud-Gaming-Dienste bis auf GeForce Now haben irgendwie was gegen uns. Zweiter Versuch. Armin, gibt es einen Stand wie bei der Switch? Nein, gibt es nicht. Ich habe mir aber auch sagen lassen, ich glaube im Reddit, im Logitech G Cloud Reddit war das, dass auch andere Stände gehen. Also im Prinzip braucht das Ganze ja nur einen USB-C-Anschluss hier unten. Und dann ist es ein ganz normaler USB-C auf HDMI. Ne? Das ist ja auch so ein ganz normales 0815-Kabel. Nichts Hochwertiges, nichts Spezielles. Und dann geht das. Aber einen Stand gibt es dazu nicht. Und wieder einmal kämpfen wir mit Wartezeiten. Wahnsinn. Also die X-Cloud auf dem G-Cloud ist auch an einem Samstagabend relativ voll, wie es aussieht. Machen wir ein bisschen Musik an, oder? Damit es hier nicht so Chill-Musik. Powerslide, ist das ein Twin-Stick-Shooter? Ja, FromSpace ist ein Twin-Stick-Shooter. Der CEO von den Developern war auch schon bei uns bei Cloudplay. Also falls ihr den kennenlernen wollt, einfach mal in die Suchleiste FromSpace Cloudplay eingeben. Dann könnt ihr euch das Interview da auch reinziehen. Das war allerdings noch zu guten alten Stadia-Zeiten. Oh, jetzt geht es schon los. Musik wieder ausmachen. Ja? Triangle Studios presents Curve Games. What? Habe ich jetzt nochmal FromSpace gestartet? Das ist ja unglaublich. Also ihr seht es, mit meiner Konzentration ist es halt auch nicht mehr so dolle. Ich wollte doch Celeste spielen. So. Celeste. Jetzt haben wir die ganze Wartezeit umsonst verbracht. Dann kann ich auch wieder meine Musik anmachen. Und wieder eine Minute. Also, Microsoft, wenn ihr wirklich mit der xCloud wachsen wollt, dann müsst ihr das natürlich beheben. Ne? Das ist natürlich schon krass, dass ihr ja doch relativ häufig Wartezeiten habt. Wie sieht das bei euch aus? Spielt ihr viel Xbox Cloud Gaming? Und wenn ja, habt ihr auch so eine Wartezeiten? Also, es summiert sich schon, ne? Wenn man schnell mal das Spiel wechseln will. Hier eine Minute, da eine Minute. Und wenn man dann noch ungünstigerweise das falsche Spiel erwischt, dann ist es natürlich doppelt ärgerlich. Leider dauert das länger als erwartet. Das ist wirklich sehr schade. Cloud Gaming wird gestartet. Frag mich auch, wer diese Texte da sich zusammendichtet. So, hoffentlich haben wir jetzt das richtige Spiel gestartet. Celeste, jawohl. Und jetzt kommt's drauf an, weil Celeste, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber das ist ein knallharter Plattformer. Da geht's wirklich um jede Millisekunde Latenz. So, Aufstieg. Wir machen mal ein neues Spiel. Beginn. Mombach. Bin auf die Wartezeiten bei PlayStation gespannt, wenn der Dienst startet. Ja, da bin ich auch mal gespannt. Es ist ja schon in zwei Wochen soweit. Ne? Ich glaube, am 23. Oktober soll PlayStation Cloud Gaming starten. Und natürlich werden wir, sobald das live ist, uns das auch im Detail hier bei Cloudplay anschauen. Also, falls euch das Ganze interessiert, bleibt dran. So, jetzt sind wir auch schon drin. Und ja, ihr seht das hier so ein bisschen. Ne? Warte mal, ich kann das ja mal so ein bisschen höher halten, dass ihr so ein bisschen die Reaktionszeit abtesten könnt, aber ich merke im Prinzip nichts. Also selbst bei der xCloud, ups, Spaß und sprang in die Schlucht. Selbst bei der xCloud, die ja nicht für den performantesten Stream, sage ich mal, bekannt aus ist, ist das im Prinzip sehr, sehr direkt. So, klettern mit LT halten. Ja, okay, klettern. Ja, danke, lieber Rabe. Von daher, also, können ja gleich nochmal sowas wie ein Shooter zocken, aber, also ich bin restlos begeistert.
Vielleicht nicht so von der Streaming-Qualität, das fällt jetzt natürlich bei so einem Pixel-Art-Spiel nicht so sehr ins Gewicht. Aber das ist schon sehr, sehr direkt. Crywolf, ich spiele nicht viel auf xCloud und wenn, dann wechsle ich nicht zwischen den Spielen. Ja, okay, das ist natürlich auch ein Argument, wenn man nur ein Game hat, wo man dann sagen kann, okay, da warte ich halt nur die ein, zwei Minuten, dann ist okay. Und es ist ja eigentlich auch nur zur Primetime, ne, muss man natürlich auch sagen. Außerhalb der typischen Zeit, so zwischen 9 und 21 Uhr, ist es eigentlich auch nicht so schlimm. Powerslide, nicht so wegen der Bildqualität. Ja, die Bildqualität, die ist schon deutlich schlechter, das kann ich bestätigen. Lauf! Was? Actionspiel? Ups! Oh. Sprinten! Nach oben gedrückt und X halten. Ah ja, okay. Sehr schön. Jetzt schaue ich auch mal, wenn ich das jetzt mit dem Controller spiele. Dann habe ich natürlich noch Bluetooth-Lag drin. Mal schauen, ob ich das merke. So, ich wechsle jetzt mal auf den Controller, der jetzt mit Bluetooth angeschlossen ist. Ja, weiter geht's. Eine Pause zu machen, wähle im Pausenmenü, speichern und beenden. Armin, was meinst du? Würdest die PS5-Streaming-Spiele mal in der App geben, also nicht auf der PS5? Oh, das ist eine gute Frage. Oh, gleich mal in die Schlucht gesprungen. Beschäftige mich gleich mit. Ich versuche erstmal hier. So. Okay. Also, das mag jetzt Einbildung sein, aber ich habe schon Gefühl, jetzt durch den Bluetooth-Lag ist es ein bisschen verzögerter, als ich das noch... Warte mal, dann mache ich mal direkt den Test. Ich nehme das jetzt mal in die Hand. Ah, super. Ich hätte es mal üben sollen im Vorhinein, ne? Ich habe einfach gesagt, komm, ich spiele mal Celeste. Was soll schon schief gehen? So. Und jetzt nehme ich nochmal den Controller. Wechsel auf den Controller. Oh ja, doch, da ist ein Lag. Da ist ein spürbarer Lag drin. Also wenn ihr mit Bluetooth-Controller spielt, ist jetzt natürlich auch noch verdoppelt durch die Cloud, ne? Also die Cloud hat natürlich selber immer noch einen kleinen Lag. Aber also mit einem Bluetooth-Controller merke ich es schon, jetzt bei Celeste. Wenn ich jetzt direkt die Dinger nehme, merke ich es nicht mehr. Also das ist schon ein Unterschied dabei. Also der Bluetooth-Lag ist auf jeden Fall real. So, wie komme ich jetzt hier durch? So, okay. Aber ansonsten, wenn ich jetzt hier auf dem Gamepad spiele, bin ich eigentlich happy. Das ist schon ein cooles Spiel. Also, es ist natürlich sehr viel Retro, aber sehr viel Fummelei. Aber es hat auf jeden Fall was. Das müsste man nur noch spielen können. So, Mugen. PS5 Cloud ist, glaube ich, nur erstmal über die PS5 möglich. Ja, also, da gibt es ja unterschiedliche Meinungen. Oh Gott. Warte mal, ich versuche erstmal kurz hier bei Celeste ein bisschen was zu reißen. Und dann kommen wir mal zum PS5 Cloud Streaming. Beziehungsweise, wir können uns natürlich auch darüber unterhalten, wenn wir uns das PS5 Remote Play angucken. Das ist ja heute auch noch auf der Agenda. Was ist denn hier los? Ich muss doch da oben rein, oder? So, und jetzt? Hä? Nein! So. Jetzt aber. Ja, ich würde sagen, das soll es jetzt auch schon mal gewesen sein. Wir wollten ja nur mal kurz die Reaktionsfähigkeit testen. Also wie gesagt, hier über das integrierte Gamepad ist es super. Kann ich mich nicht beschweren. Über den Bluetooth-Controller ist ein Plattformer, wo es wirklich um jede Millisekunde ankommt, schwierig. Ne? Kann man vielleicht auch irgendwann ausgleichen im Kopf, aber ich würde es immer empfehlen, eher so ein wirklich Hardcore-Plattformer dann doch direkt über das Gamepad zu spielen. Das merkt man schon deutlich, dass da weniger Verzögerung dabei ist. Okay, so, wie komme ich jetzt hier raus? Menü. Zurück zur Karte. Ja, abbrechen. Ja, PS5 Cloud Gaming. Also zu Beginn wird es nur auf PlayStation verfügbar sein. Meine Theorie, aber da stehe ich ein bisschen alleine da, ist ja die, dass Sony einfach noch nicht so weit ist, ne? Dass sie noch nicht sagen können, also die haben ja irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Millionen Abonnenten von PS Plus
Und wenn man wirklich jetzt allen sagt, hey, ihr könnt jetzt auch PS5-Spiele spielen sofort und in einer 4K-Qualität, kann ich mir vorstellen, dass das bei denen einfach die Ressourcen sprengt. Und Sony ist ja auch dafür bekannt, dass sie erst Sachen ausrollen, wenn sie wirklich ganz, ganz wasserdicht sind, was so die Qualität und die Endnutzererfahrung angeht. Und deshalb kann ich mir vorstellen, dass es einfach so ein Rollout ist, ne? Dass man sagt, am Anfang erstmal nur die PS5er und danach vielleicht die Leute, die dieses PlayStation Portable haben und dann vielleicht irgendwann auch für Leute, die einfach nur das Premium-Abonnement haben. Das ist meine Theorie zumindest. Ich habe da natürlich auch eine Wette am Laufen in der Hinsicht. Nein, jetzt habe ich auf den falschen Knopf gedrückt. Kann ich das abbrechen? Ich wollte nicht nochmal Celeste starten. Ich wollte noch Forza Motorsport starten. Das ist jedenfalls meine Theorie, dass das auf kurz oder lang auch in die App kommt. Oder zumindest aufs PlayStation Portal. Aber ja, erzählt doch mal, was ihr darüber denkt. Würde mich interessieren. Mombach, würde mich interessieren, ob es auch Bluetooth lag vom Sound, ob es auch Bluetooth lag vom Sound bei Kopfhörern gibt. Das hat mal bei der Shield TV, das hatte ich mal bei der Shield TV Pro, das wäre sehr nervig. Ja, okay, das kann ich jetzt gerade nicht live testen, weil ich hier gerade den Sound an dem HDMI-Kabel dran habe. Aber das kann ich mal nachreichen. Ich habe immer, wenn ich es über Kopfhörer gespielt habe, meistens über Klinke drin gehabt. Da war natürlich kein Lag. Und über Bluetooth, ich kann mich jetzt nicht dran erinnern. Ich habe aber auch nicht explizit drauf geachtet. Aber es war jetzt nichts irgendwie, was man groß merken würde. Sagen wir es mal so. Aber ich kann das mal wirklich ganz haargenau mal drauf achten bei einem meiner nächsten Versuche. Mugen Live, die Spiele werden auf Sony-Servern ausgeführt und dann auf die PlayStation 5 gestreamt. Auf anderen Endgeräten kann man die PlayStation-Titel zum Launch der neuen Funktion nicht streamen, betont Sony. Und Mombach, PS Cloud Streaming mit dem Portal wäre super. Ja, das denke ich auch. So, jetzt spielen wir aber hier mal Forza Motorsport. Und was mir auch schon vorhin aufgefallen ist, oben links sehe ich jetzt hier so ein, ich weiß nicht, was es ist. Ist das der Controller? Also den habe ich bei einem Test vorhin auch schon gesehen. Den kriege ich auch nicht weg. Keine Ahnung. Das ist auch, hat auch nichts mit Touch oder so zu tun. Keine Ahnung, warum das da ist. So, aber jetzt spielen wir doch einfach mal hier so ein Rennen. Ja, ich nehme jetzt auch mal das Ding direkt in die Hand. Freies Spiel, oder? Du hast uneingeschränkten Zugriff auf die größte Autokollektion und die besten Rennstrecken der Welt. Einfach nur fahren. Du bestimmst die Regeln oder fährst Armin, ich hoffe, es kommt auf die PSP. Crywolf, kann man den Xbox-Controller auch über... Was steht hier? Ach, dieses blöde Dingssymbol. Über Kabel nutzen. Ja, kann man auch. Also man kann ihn auch einfach per USB-C anschließen. Geht momentan nicht, weil da die Capture-Card dranhängt. Aber ihr könnt die Controller auch über USB-C anschließen und dann auch ganz normal mit dem kabelgebundenen Controller fahren. Dann habt ihr im Prinzip den Bluetooth-Lag nicht mehr. So, ja, ja, alles annehmen. Ich will nur fahren. Ich will nur fahren. So. Es gibt zahlreiche Kiesfallen, wie bei den meisten Strecken. Aber der Unterschied ist, dass sie hier groß, tief und meistens feucht sind. Wow, also wie gesagt, ich weiß nicht, ob das YouTube rausbügelt, wahrscheinlich schon. Aber ich bin es ja nur auf GeForce Now gewöhnt, dieses Spiel und die Stream. Also ich rede jetzt nicht über die Grafikqualität, sondern ich rede über die Streaming-Qualität. Das ist schon eine ganze Ecke schlechter als GeForce Now. Man kann das nicht anders sagen. Ne? Das ist grobkörniger, ich sehe Streaming-Artefakte. Vor allem, wenn ich so auf die Bäume gucke, wenn ich in den Himmel gucke. Wenn ich so auf diese Ideallinie in der Entfernung gucke, eieieiei, also ich sehe deutlich, dass ich ein Spiel streame. Das ist einfach so. Das sehe ich bei GeForce Now nicht mehr. Und das sehe ich auch bei Shadow nicht und ich sehe es auch bei Amazon Luna nicht, da kommen wir ja gleich dazu. Aber die xCloud ist, so gut die Spiele sind, von der Streaming-Qualität einfach abgeschlagen auf dem letzten Platz. Das tut mir leid. Also das mag für so ein Game wie Celeste und From Space, das mag das okay sein, aber hier macht das keinen Spaß. Also Forza Motorsport über die xCloud macht einfach keinen Spaß. Tut mir leid. Das kann ich nicht anders sagen. Ich weiß nicht, schreibt mal bitte im Chat, ob ihr das jetzt seht. Ja, vielleicht am ehesten mal so auf die Ideallinie in der Entfernung konzentrieren. Dann sieht man es, dann sehe ich es ganz deutlich. Ich sehe es aber auch so an den Details von meinem Auto. Ich sehe es in dem Grün der Landschaft. Das ist ein einziger Pixelbrei. Ganz, ganz gruselig. Und das taugt dann wirklich nur zum... Ja, wie soll ich sagen? Wenn man mal wirklich unterwegs noch ein paar Achievements upgraden will oder
einem das nicht so wichtig ist, wie das aussieht, Hauptsache spielen. Die Latenz ist okay, da kann ich mich nicht beschweren, sehr direkt. Da merke ich nichts, haben wir auch bei Celeste schon gesehen, aber die Streaming-Qualität, sorry. Da muss Microsoft definitiv nochmal ran, wenn sie da in dem Bereich Schritt halten wollen mit den anderen Anbietern. Moon Live. Das Cloud, bin ich der Meinung, wird sofort gehen auf dem Remote-Player, weil man Remote doch nur die PS5, oder hast du da andere Infos, die dagegen sprechen? Nee, habe ich keine anderen Infos. Ich habe da einfach nur ein Gefühl. Ich habe da ein Gefühl und vor allem eine Wette laufen, zusammen mit dem Gameplay-Man. Der sagt ja auch, dass das Cloud-Gaming nicht auf den Remote-Player kommt. Ich habe gesagt, nee, innerhalb von 12 Monaten nach Release wird es da sein. Und je nachdem, wer diese Wette dann verliert, muss dann ein Spiel da, seiner Wahl auf dem Service spielen. Also wenn ich gewinne, dann muss der Gentleman ein Final Fantasy Spiel auf dem Cloud Gaming Device spielen oder per Cloud Gaming. Und wenn ich meine Wette verliere, dann muss ich ein Souls-like per Remote Play spielen. Eieieiei. Na gut. So, Armin, welchen Bluetooth-Version hat denn die G-Cloud? Oh, das kann ich dir gleich sagen. Das habe ich mir nämlich aufgeschrieben. Warte mal, können wir hier Stopp machen? Ja, oder? Das ist ja Singleplayer. Spule ich sogar zurück. Also diese Streaming-Qualität, das ist wirklich... So, also, welche Bluetooth-Version hat das G-Cloud? Das G-Cloud hat Wireless Wi-Fi 5, also auch kein Wi-Fi 6, und Bluetooth 5.1. So, wir fortsetzen. Bluetooth 5.1. Powerline, etwas verschoben. Ja, allerdings, das kann man als Mindestmaß sagen. Also das ist auch kein 1080p-Stream. Na klar, es ist ein 1080p-Signal, aber die Streaming-Qualität ist so grütze, dass das einem vorkommt wie so ein, weiß ich nicht, 480p-Stream oder so. Das ist wirklich gruselig. Ich frage mich auch, ob bestimmte Spiele davon eher betroffen sind als andere. Aber schön ist es nicht. Das ist wirklich Streaming, ne? Das ist kein Gaming, das ist wirklich eher Pixelpreis-Streaming. So, aber fahren wir mal das Rennen hier noch zu Ende, um die Ehre zu retten. Runde 2 von 2 mit massive Fahrassistenz. Ich kann jetzt hier auch nochmal den Controller nehmen, um zu schauen. Ich schnappe immer den Controller. Ja. Also ich merke es jetzt hier nicht so schlimm wie bei Celeste. Den Lag. Ja, doch, in der Kurve. In der Kurve ist es schon... Also man merkt es auch hier, Bluetooth-Lag ist vorhanden. Ich würde immer empfehlen, kabelgebunden oder direkt auf dem G-Cloud zu spielen. Es ist jetzt nicht die Welt, es ist jetzt nicht irgendwie eine halbe Sekunde oder sowas Schlimmes. Aber wenn man das eine gewöhnt ist, wenn man direkt auf dem G-Cloud die ganze Zeit spielt und dann auf den Bluetooth-Controller switcht, nach meinem Rennspiel, der sieht es ja auch bei meinen Fahrkünsten, merkt man das schon ganz leicht. Den Unterschied. Boah, die Streaming-Qualität, ey, das ist so gruselig. Guckt euch das an, die ganze Fahrbahn. Xbox, was machst du? Wahnsinn. Da würde ich auch mal gerne wissen, ob die das bewusst zurückgehalten haben, damit sie da nicht so gut drin wirken, oder ob sie einfach, weil sie so viele Nutzer haben, ob sie das einfach nicht besser können. Zu sagen, wenn wir das jetzt noch weiter hochdrehen, dann haben wir so massive Umkosten oder so massive Server, sind unsere Server so massiv in Anspruch genommen. Also es ist schon sehr beeindruckend. Im negativen Sinne. So, 5.1 ist schon etwas älter. Schade. Armin, daher kann auch die Latenz kommen. Motorola. Ja, das kann sein. Was ist denn da die aktuelle Version? Da kenne ich mich gar nicht aus. So, Powerslide 720p. Ja, maximal. Wahnsinn. So, nichtsdestotrotz versuchen wir hier mal unsere Ehre zu retten und zumindest das Rennseite zu fahren. Wir können auch mal ins Cockpit wechseln. So. Mach ich mal so. So sieht es nicht mehr ganz so schlimm aus, weil man nur noch weniger von der Fahrbahn sieht. So, hätten wir auch Forza ausgetestet. Ich würde sagen, Xbox ist damit erstmal abgefrühstückt. Also, Funktionalität super, weil man einfach nur auf Knöpfe drücken muss, aber Stream, auch Latenz, super, aber Streamqualität, nee, also da
Da haben wir schon Besseres gesehen. So, was wollen wir machen? Wollen wir Amazon Luna anschauen? Wollen wir uns Antstream anschauen? Ja, Xbox Game Pass schließen wir mal. Oder wollen wir, was haben wir denn alles noch? Ne? Wir können natürlich auch nochmal Shadow testen. Xbox haben wir, GeForce Now haben wir, Antstream, Luna und PS Play. Crywolf, danke für den Superchat, für die Kaffeetasse, danke für den Aufwand hier. Das wissen wir sehr zu schätzen. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Mombach, hat jemand ein Rock Alley? Da wäre ein direkter Vergleich auch mal interessant. Ja, das würde mich auch interessieren, wobei das Rock Alley natürlich dadurch punktet, dass es das Ganze auch lokal abspielen kann und nicht so wie wir hier nur streamen größtenteils. Wir können ja auch mal sehen, oben rechts eine 80%. Also wir sind jetzt so ungefähr 1,5 Stunden. Ich habe vorher schon ein bisschen gespielt. Also sagen wir mal 2 Stunden haben wir 20% verloren. Das sind ziemlich genau 10% pro Stunde. Also würde das jetzt nach der Nutzung ungefähr 10 Stunden halten. Wie gesagt, in meinen Praxistests hält es auch gerne mal 12 Stunden durch. Wir können ja hier oben noch mal kurz anschauen. Also hier oben gibt es noch ein Nachrichtencenter. Ne? Da sehen wir sozusagen alle möglichen. Das sind im Prinzip eure Google-Benachrichtigungen. Da seht ihr hier Scootrama und wow, Cloudplay überträgt einen Livestream. Das ist ja mal sehr interessant. Dann hier, wir haben ein verbundenes Gerät. Wir haben Digital Wellbeing. Okay, und dann gibt es ja auch so eine Sachen wie Ankündigungen und Tipps. So, hier oben gibt es einfach nur euren Logitech-Account. Da könnt ihr euch mit verbinden. Nachrichten, Album haben wir uns auch schon angeguckt, ne? Da sind im Prinzip die ganzen Google-Fotosachen, die wir gespeichert haben, Einstellungen haben wir auch schon geschaut, hier könnt ihr das ganze Ding in den Ruhemodus starten und Angebot ist noch ganz interessant, da seht ihr nämlich alle Sachen, die ihr hier bekommt mit eurem G-Cloud, da können wir ja auch mal reinschauen und da sehen wir im Prinzip, ne, einen Monat Shadow-PC ist dabei, könnt ihr nutzen, dann 3 Monate Xbox Game Pass Ultimate und wie gesagt, bei mir waren es sogar 4 Monate, weil Microsoft gesagt hat, hey, mach doch automatische Zahlungen, kriegst du noch einen 4. Sind immerhin 60 €, ne? Darf man nicht verachten. Und hier gibt es auch 1 Monat GeForce Now Priority dabei und den verlosen wir heute, genau den Code von Logitech, weil ich, wie gesagt, Ultimate-Kunde bin und ich habe auch schon, wie gesagt, mir die Terms of Service durchgelesen, darf ich vergeben und ist auch für Leute, die bereits GeForce Now-Kunde sind, also ist nicht nur für Neukunden, das heißt, den Code einem Glücklichen von euch werde ich dem noch im Laufe der Sendung verlosen, Hashtag Cloudplay dazu in den Chat und dann kann sich einer von euch 1 Monat GeForce Now Priority gönnen. Powerslide. Hashtag Kaffee, genau. Armin, 5.1 von 2019, es gibt schon 5.3, sehr interessant. Cryowolf, Luna mit Assassin's Creed, okay. Und Armin, sorry, 5.4. Dann starten wir doch mal Amazon Luna, den, ja, das ist so ein bisschen das ungeliebte Kind von Amazon, kann man sagen, ne? Weil von der Streaming-Qualität, das werden wir auch gleich sehen, ist der Dienst einfach top. Und auch von der Usability kommt es im Prinzip an die Xbox ran. Wir können ja mal ganz kurz durchgehen. Ne? Also wir haben jetzt im Prinzip unsere Startseite, unsere Bibliothek, unsere Spieleleiste und so weiter und so fort. Hier können wir im Prinzip schauen, welche Spiele ich denn hier schon alles habe. Da sehen wir vor allem Ubisoft-Spiele, ne? Assassin's Creed, alle möglichen, plus die aktuellen Spiele, die halt im Amazon Prime drin sind. Ich bin momentan kein Amazon Luna Plus-Kunde, weil ich nicht weiß, warum, weil es keine Spiele in diesem Service gibt. Dann gibt es hier einen Luna Couch Modus, der ist relativ cool, da könnt ihr im Prinzip per Knopfdruck eure Leute über die Cloud einladen, bei euch lokales Gaming zu machen. Ihr könnt euren Stream auf Twitch streamen, per Knopfdruck, das ist ziemlich geil. Das heißt, ihr müsst gar nicht selber die Kapazität zur Verfügung stellen, sondern ihr könnt jetzt hier raufdrücken und ich würde jetzt direkt einen Stream bei Twitch starten. Werden wir jetzt aber nicht machen, aber das können wir separat euch nochmal vorführen, ohne dass meine Leitung davon belastet werden wird, weil im Prinzip das Signal direkt vom Amazon-Rechenzentrum auf Twitch gesendet wird in einer richtig, richtig guten Qualität. Und hier sehen wir im Prinzip nochmal, ja, die Einstellung, Controller, Kontoeinstellung. Hey, da wollte ich jetzt hin. Da kann man nämlich nichts groß verraten. So, Controller, Kontoeinstellung, ne, Luna-Abonnements, Bestellvorlauf, Kindersicherung finde ich auch ziemlich cool, dass ihr im Prinzip sagen könnt, ab einem bestimmten Alter soll der sozusagen der Content gesperrt werden. Grafikqualität könnt ihr hier zwischen 1080p und 720p wechseln. Hier seht ihr auch die Bitraten, ne, 10 GB pro Stunde werden verbraucht bei 1080p, 5 bei 720p. Dann eure Kontoverknüpfung, ne, Epic, Ubisoft geht und glaub, Prime Gaming geht auch. Nee, Prime Gaming geht nicht. Ich glaube, Epic und Ubisoft. Sprache. Und was ist hier noch?
Spielstände. Ah ja, da könnt ihr theoretisch eure Spielstände runterladen. Habe ich aber noch nicht geschafft. Also falls das bei euch einer schon mal geschafft hat, kann er ja gerne mal Bescheid geben. So, aber dann schauen wir doch mal. Ne, Assassin's Creed. Startseite. Ne, gehen wir mal auf Bibliothek. So, Bibliothek. Mirage. Wo ist es? Da ist es. Und los geht's. Jetzt spielen. Hashtag Cloudplay, Hashtag Cloudplay. Sehr cool. Mugen und Crywolf, ihr seid schon mal im Lostopf drin. Wie gesagt, für alle, die das Ding auch gewinnen wollen, einfach im Laufe der Sendung Hashtag Cloudplay eingeben. Dann werdet ihr mit aufgenommen. So, und hier sind wir auch schon. Für dieses Spiel musst du möglicherweise den Touch-Modus verwenden. Nee, ich glaube nicht, aber den gucken wir uns auch gleich nochmal an, damit ihr das auch mal seht. Das Spiel wird geladen, das kann 1 bis 2 Minuten dauern. Eieieiei, das heißt, wir haben hier schon wieder Wartezeiten. Das scheint ja heute Abend Name des Programms zu sein. Ubisoft Connect. Wenn wir Wartezeiten haben, können wir auch Fahrstuhlmusik spielen, oder? Oder was sagt ihr? Ubisoft, lass mich nicht im Stich. Vielleicht liegt es ja wirklich an dem Spiel. Auf Shadow startet das schon nicht. Und hier, wie es aussieht, haben wir auch eine Downtime. Unglaublich. Wir sind bei Luna. Oh, Warnung, vor dem Spiel lesen. Hört sich gut an. Ich fasse es nicht. Es startet mein Spiel. Unglaublich. Sehr gut. Ja, auch wenn der Trailer sehr cool ist, überspringen wir mal. Ja, und ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber auch schon hier auf dem ersten Blick, die Schrift ist halt wirklich gestochen scharf. Das ist ein ganz, ganz sauberer 1080p-Stream. Und Amazon wendet im Prinzip hier das ganze Know-how, was sie schon durch Twitch-Streaming gewonnen haben, an, um wirklich einen der besten Streams anzubieten, dem GeForce Now, den es gibt. Also ich sehe auch hier nicht, dass es gestreamt ist. Es ist richtig ganz, ganz sauber und man sieht auch sofort, wenn man von Xbox Cloud Gaming hierher kommt, was für ein fundamentaler Unterschied das ist. Also wirklich Wahnsinn. So, gehen wir mal kurz hier in die Einstellung rein. Man sieht hier auch, dass es im Prinzip ein gecuttetes Menü ist. Also wir können jetzt hier nicht groß die Grafik und so einstellen, sondern im Prinzip bloß einstellen, ne, typischen Farbfilter an, aus, Helligkeit, Kontrast, Farbfehlsichtigkeit, aber nicht, wie das noch bei GeForce Now ist, dass wir im Prinzip alle möglichen Sachen, Details und so weiter einstellen können, sondern das ist hier im Prinzip alles festgelegt. Also es gibt eine festgelegte Grafikeinstellung auf Amazon Luna. Das ist auf der einen Seite interessant, weil man im Prinzip genau eine wahrscheinlich optimal an die Hardware ausgerichtete Kalibrierung hat. Auf der anderen Seite schade, weil man so im Prinzip nicht die ganzen Sachen hoch und runter stellen kann, wie man das will. Ob man jetzt vielleicht eher mit einem hochaufgelösten, aber dafür vielleicht nur 30 FPS Spiel unterwegs sein will oder lieber mit 60 FPS. Aber gehen wir doch mal. Oh, ein Benchmark gibt es auch nicht. Sehr interessant, sehr interessant. Also auch der Benchmark ist rausgecuttet, der ist normalerweise hier im Hauptmenü. Eieiei. Und dann spielen wir mal mein Spiel weiter. Keine Angst, wir werden keine Spoiler spielen, wir werden einfach nur ein bisschen durch Bagdad laufen. Einfach nur ein paar Taschendiebstähle begehen und vielleicht mal in so eine kleine lokale Festung rein. Aber keine großen fundamentalen Story-Sachen weiterspielen. Ich nehme mal wieder meinen Xbox-Controller. Bei dem Assassin's Creed ist es ja nicht ganz so dramatisch, wenn das ein bisschen Lag drin ist. Und ja, hier sind wir auch schon. Also, wie gesagt, auf den ersten Blick, der Stream ist richtig, richtig sauber. Es sieht richtig toll aus. Man sieht keine Verpixelung. Man sieht keine Artefakte. Ich spüre auch kein Lag. Ich kann das ja nochmal kurz hier in die Hand nehmen.
Wie gesagt, bei einem Assassin's Creed ist es schwer, weil es natürlich von Natur aus ein bisschen ruhiger, ein bisschen langsamer ist. Die Bewegungen brauchen auch immer ein bisschen, bis sie registriert werden, auch wenn du es lokal spielst. Und von daher ist es jetzt auch nicht so schlimm, wenn man da vielleicht durch Bluetooth noch minimal eine Latenz dazu gewinnt. Das ist im Prinzip nicht merkbar. Wir können es ja mal mit Taschendiebstahl versuchen. Da ist es ja noch am ehesten bemerkbar. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwo ein Opfer finden. Übrigens, mein Tipp für alle Assassin's Creed Mirage-Spieler. Ich werde mal kurz hier in die Fertigkeiten gehen. Skillt Taschendiebstahl. Oh, habe ich gerade selber nicht geskillt. Kannst du mal sehen, was ich gerade wahrscheinlich in der Mission war. Nehmen wir mal die Konterrolle raus. Und skillen wir mal hier Meistertaschendiebstahl. Auch richtig cool, dass man die Skills jederzeit ändern kann. Wenn ihr nämlich Meistertaschendiebstahl geskillt habt, dann wird eure Effizienz besser. Das heißt, auf der einen Seite, ich vermute, es gibt mehr. Aber auch, es wird einfacher. Ne? Hier seht ihr so eine goldene Beute. Und wenn ihr jetzt hier Taschendiebstahl macht, hey, Taschendiebstahl. Ja. Zack. Oh, haben wir schon nicht geschafft. schönes Gegenbeispiel. Also es wird einfacher und die ganz normale blaue Beute, die wird auch direkt mitgenommen. Da müsst ihr nicht mehr dieses Minigame spielen. So, aber testen wir das nochmal am nächsten aus. Da sind noch die goldenen Geldbeutel verschollen. So. Wenn ich es jetzt auch nicht schaffe. Oh, tatsächlich. Es ist ein bisschen Leck da. Da bin ich GeForce Now. GeForce. Oh ja, doch. Es ist Leck da. Also am Taschendiebstahl merkt man es. Ich spiele es jetzt nochmal lokal. Weil ich habe es jetzt eine ganze Ecke früher gedrückt, als ich es eigentlich wollen würde. Und er ist dann ziemlich genau in der Mitte erst registriert worden. So, da vorne ist eine blaue Beute. Hier sehen wir das. Und bei der blauen Beutel und Meistertaschendiebstahl nimmt er die im Prinzip direkt mit. Da müsst ihr dieses Minigame nicht mehr machen. Ist natürlich auch weniger drin, aber ja, wenn ihr eine Weile durch Bagdad lauft, ne, jetzt seht ihr hier nur 11 Münzen, das ist im Prinzip nichts. Aber wenn ihr eine Weile durch Bagdad läuft und immer die goldenen Münzen mitnimmt, dann farmt sich da relativ schnell relativ viel zusammen. So, da vorne ist auch wieder eine Münze. Mombach, könntest du das Spiel jetzt auch mit dem Controller über WLAN spielen? Wenn ich den Luna-Controller hätte, ja. Aber ich habe den Luna-Controller nicht. Aber ansonsten kann man im Prinzip auch sich per Luna-Controller mit WLAN, mit dem Luna-Software verbinden. Und dann hat man wahrscheinlich noch eine Ultra-Low-Latency-Verbindung. Kann ich leider nicht testen, weil ich den Luna-Controller nicht habe. Ich habe eigentlich überlegt, ihn mir zu holen, als Luna in Deutschland veröffentlicht wurde. Das war, glaube ich, so im April, Mai. Lasst mich lügen. Und dann kamen aber keine neuen Spiele. Und nicht nur das, es haben eine ganze Menge Spiele den Service verlassen. Ich glaube, mittlerweile über 100 Spiele haben den Service verlassen in den letzten Monaten. Und deshalb sehe ich nicht ein, warum ich jetzt noch 50 Euro in einen Luna-Controller investieren soll, wenn hier eventuell bald abgeschlossen wird. Also, schade, Amazon. Schade, dass man das Ganze so schleifen lässt. Jetzt sind natürlich zwei coole Spiele mit Motorfest und Mirage erschienen. Und eventuell kommen ja auch bald durch den Ubisoft-Microsoft-Deal auch solche Knaller wie Call of Duty, World of Warcraft, Diablo, Starcraft auf Amazon Luna, so absurd sich das anhört. Aber vielleicht werden wir da bald einen Spielerregen sehen und dann werde ich nochmal drüber nachdenken. Vielleicht lohnt es sich ja dann doch nochmal einen Amazon Luna Controller sich anzuschaffen. Wieso kann ich das jetzt hier nicht klauen? Was ist denn hier los? Jetzt hat es geklappt. So, jetzt sind wir auf dem Bazar. Hier müsste eigentlich viel Geld zu holen sein. Schauen wir mal. Ja, ansonsten, also es läuft flüssig. Definitiv 60 Frames per Second. Hat keinerlei Stream-Artefakte. Von der Qualität her ist es nicht ultra. Das sieht man. Das sieht man so ein bisschen an den Gesichtsanimationen beziehungsweise an den Texturen auch. Also es ist nicht auf den allerhöchsten Einstellungen. Ich schätze mal so hoch. Mittel bis hohen Einstellungen. So, jetzt machen wir hier nochmal den Taschendiebstahl. Ah. Oh ja, doch, da ist ein Lag drin. Eieieiei. Also das läuft bei GeForce Now auf jeden Fall besser. Muss echt immer ein bisschen vorher schon drücken, als ich es eigentlich wollen würde. Anna! Vielen Dank für deine verschenkte Mitgliedschaft und herzlichen Glückwunsch an Matti. Du hast eine Mitgliedschaft bekommen. Danke, danke, danke. Und Matti, herzlich willkommen beim Cloudplay Mitglieder Reigen. Vielen Dank für den Support. Wissen wir sehr zu schätzen und dadurch können wir euch dann auch in Zukunft solche Teststreams hier anbieten. Toll, danke, dass ihr da seid. Danke, Anna. So, ja, Mirage läuft.
läuft richtig gut. Also wenn man im Prinzip sagt, hey, man hat jetzt ein Ubisoft Plus Abo in der erweiterten Version oder man hat das Spiel eh schon gekauft und man will jetzt nicht extra GeForce Now abonnieren, ist vielleicht auch schon Prime-Kunde, dann kann man das im Prinzip direkt mitnehmen und auch unterwegs ein paar Achievements upgrinden oder auch Motorfest spielen oder alle möglichen Ubisoft-Spiele spielen, die da halt angeboten werden. Ist auf jeden Fall eine sehr gute Möglichkeit, diese Games zu erfahren, weil die Streaming-Qualität ist auf jeden Fall top. Also die ist auf jeden Fall da. So, jetzt schauen wir mal, wo wir hinlaufen. Wer nicht gespoilert werden will, ich habe schon relativ viel von der Karte aufgedeckt. Guckt jetzt einfach mal kurz weg. Eine Warnung. Ansonsten, ja, das ist halt hier Bagdad. Das sind die drei Bezirke. Hier im mittleren Distrikt war ich bis jetzt immer noch nicht, ne? Aber ich habe jetzt im Prinzip den Distrikt hier schon vollständig. Das seht ihr rechts. Da ist alles auf 100%. Den Distrikt habe ich auch schon vollständig auf 100%. Und jetzt sind wir ja gerade in dem Distrikt. Da ist noch ein bisschen was zu machen. Hier sind auch noch einige Story-Missionen zu holen. Und ja, ich lasse mir Zeit bei dem Spiel. Ich lasse mir Zeit. Ich rush da nicht so durch. Wir können ja auch mal kurz Enkidu uns anschauen. Ja, Bagdad bei Nacht. Sehr gut. Wenn wir versuchen, den Schatz da zu holen. Der da. Der ist nicht allzu weit weg. Die Schätze sind teilweise sehr vertrackt in diesem Spiel. Also sie sind mit irgendwelchen Rätseln versehen oder in Festungen, wo man sich durchschleichen muss. Oder auch Schlüsselrätsel oder Schieberätsel, die man lösen muss. Da ist es nicht so einfach, da ranzukommen. Schauen wir mal, wie es hier bei dem Schatz aussieht. So. Was natürlich auch noch bei Luna cool ist, wir können ja mal kurz das simulieren. Man kann auch eine Touch-Steuerung dazu schalten. Ne? So, Touch-Modus einschalten. Touch-Controller. Und jetzt habe ich ja im Prinzip auf meinem Display den Touch-Controller. Und schauen wir mal, ob es funktioniert. Ja. Ne? Und kann sozusagen jetzt genau das Gegenteil. Ne? Ich habe jetzt im Prinzip ein Spiel, was mit Gamepad funktioniert. Was ich dann aber auch per Touch-Steuerung spielen kann. Also wer das möchte, auch wenn das ein bisschen ja von hinten durch die Brust ins Auge ist, kann das dennoch machen. Ne? Kann er das Prinzip hier springen. Hier ist die Igel-Sicht. Das ist jetzt aber auch frickelig hier. Ne? Also wer sagt, nee, Gamepad, Joystick, das ist mir alles zu viel. Hups, ich will das lieber per Touch spielen, kann das machen. Und auch so, also von der Latenz her, kann ich mich nicht beschweren. Ist cool. Ich würde natürlich nie so spielen. Also ich kriege jetzt schon einen Krampf in den Händen nach den 10 Sekunden. Aber es ist theoretisch machbar. So, schalten wir das mal wieder ab. Jetzt muss ich mal gucken. Hier auf den Luna-Button. Und Touch aus. So. Okay, wir wollten ja mal versuchen, den Schatz zu holen, oder? So, dann vielleicht mal hier hoch. Schleichen, schleichen, schleichen. Zack. Der Schatz, der liegt ja da hinten. Im Jungfrauenkloster sind wir. Uiuiui. Ja. Gleich machen wir mal eins der coolsten Features, nämlich diese Attentatsverkettung. Wir haben ja diesen coolen Animus-Verzerrungseffekt, nenne ich ihn mal, dass man dann im Prinzip mehrere Leute hintereinander um die Ecke bringen kann, ohne dass man dann selber erwischt wird. So, machen wir es mal hier, ne? Also hier sind jetzt ein paar. Und jetzt gehe ich mal in diesen... Na Mist, sind jetzt leider nur zwei. So, jetzt markiere ich den. Gut, markiere ich den. Ich könnte jetzt hier bis zu drei Leute markieren. Das sehe ich unten in dieser Anzeige, ne? Ich habe jetzt diese zwei markiert. Und wenn ich sozusagen fertig bin mit meiner Reihenfolge, drücke ich auf Beginn und jetzt geht's ab. Zack. Und zack. Das ist schon ziemlich cool. Damit kriegt man dann teilweise schon die Festung relativ gut leergeräumt. Ich habe das jetzt natürlich auch ein bisschen schon höher geskillt, dass sich das Ganze schneller fühlt und dass ich das dementsprechend effektiv einsetzen kann. Devil! Ich habe auch fast alles abgegrast. Was ich fertig habe, sind die Kugeln, die man findet, die leuchten. Da habe ich schon 56 Kugeln. Wow! Da bist du ja schon durchaus sehr, sehr, sehr weit in dem Game. So, wo ist denn jetzt hier diese Goldkiste? Da unten ist sie, da unten ist sie. Wahrscheinlich brauchen wir aber noch einen Schlüssel. So wie ich meine Ausrüstungskisten kenne, kommen wir denn nicht so einfach rein. So, hier auch übrigens schöne Hommage an das alte Assassin's Creed, ne? Mit dieser Eagle-Eye-Sicht, mit den roten und den gelben Einfärbungen. So, muss
Müssen wir wahrscheinlich was zur Seite schieben, ja. Oh doch, wir kommen direkt ran. Montur des Abbasiden-Ritters. Sehr schön. Also hat sich doch gelohnt, hier auch nochmal Amazon Luna anzuschmeißen. Sind wir wieder eine Armatur reicher geworden. Und die legen wir doch auch gleich mal an, oder? Also rein ins Menü. Inventar. Und da ist sie. Eine neue Armatur. Die Montur des Abbasiden-Ritters. Wundenlecken hat sie als Fähigkeit. Basim stellt bis zu einem Maximum von 50% alle 2 Sekunden 1% Gesundheit wieder her. Ah ja, ziemlich cool. Ja, na dann gleich mal anlegen. Ja, das sieht doch cool aus, oder? So schön byzantinisch, orientalisch. Sehr cool. Lassen wir sie mal kurz angelegt. Oh, wir sind auch schon unten rechts, sind wir in der ersten Stufe des Erkennungsrangs, beziehungsweise des Aufmerksamkeitsrangs. Das können wir abbauen, indem wir diese Plakate runterreißen oder... Hey, ups, jetzt haben wir uns erwischen lassen. Machen wir auch nochmal einen kleinen Kampf. Den können wir auch nochmal kurz mitmachen. Oh, der schmeißt der hier mit Stein. Ist ja unglaublich. So, parieren ist auch gut. Und zack, das war's auch schon. Und jetzt sind wir hier, sehen wir unten rechts, ne, dadurch, dass wir jetzt hier auf offener Straße einen umgebracht haben, sind wir jetzt schon Erkennungsstufe 2 und müssen uns jetzt schon spurten, weil jetzt langsam schon Scharfschützen auf den Dächern erscheinen und nach uns Ausschau halten. Und deshalb sollten wir jetzt schleunigst entweder diesen Sänger hier bestechen mit Münzen, dass wir sozusagen unseren Fahndungsstatus wieder loswerden oder diese Plakate abreißen in guter alter Assassin's Creed Manier. Und die sehen wir da oben rechts auf unserem Radar, sind die auch schon ausgeschildert. Das heißt, da unten ist schon eins. Da. Ja, hier sehen wir es. Erstmal weg damit. Und die gleich nochmal bestehlen. Weil es so schön war. Und jetzt können wir gucken, ob wir hier noch irgendwo eins finden. Und jetzt sehen wir auch unten rechts, haben wir nur noch eine Stufe auf der Erkennungsleiste. Ja, wie heißt die eigentlich? Suchleiste? Gefahrenleiste? Ich weiß es gar nicht. Schreibt's doch mal in den Chat, wie das Ding heißt. Gar nicht mehr so lange. Hier ist noch ein Goldbeutel. Versuchen wir nochmal die Latenz zu checken von Amazon Luna. Ja, es ist ein kleiner Lag drin. Also, wie gesagt, ich habe es jetzt 18 Stunden auf GeForce Now gespielt. Und da drücke ich das dann im Prinzip und habe dann auch live das Ergebnis. Und hier drücke ich es ein Mühchen vorher. Und es kommt dann verzögert an. Interessant. Also, ein bisschen Lag ist drin im Vergleich zu GeForce Now. Oh Gott, jetzt habe ich mich komplett verklickt. Das lag jetzt nicht an Luna, das lag an der Unfähigkeit von mir. So. Suchen uns gleich nochmal eine Bank, um zu meditieren, damit wir das Ganze auch nochmal bei Tageslicht sehen. So, hier können wir es auch machen, ne? Ach ne, hier ist Wachen abdenken. Das wollen wir jetzt nicht. Da ist eine Bank. Also auf solchen Bänken kann man im Prinzip meditieren und die Zeit verstreichen lassen und dann geht es im Prinzip immer zum nächsten Sonnenauf- oder Untergang. Bevel, mir hat Mirage schon gefallen, aber ich habe gemerkt, es ist zu kurz und ich bin doch der Fan von den RPG-Elementen. Ja, das stimmt schon. Es ist ein kürzeres Spiel. Es ist auch ein gestreamlinteres Spiel. Nicht so ein Monster wie Odyssey oder Valhalla, sondern eher so im Sinne der alten Spiele. Und man merkt dem Spiel halt auch an, dass es ursprünglich als DLC mal konzipiert war und dann im Prinzip immer größer und eigenständiger geworden ist. Auf der anderen Seite haben sich das natürlich auch viele gewünscht, ne? Also die Fans haben ja gesagt, wir wollen eher wieder eine Experience haben wie die alten Spiele, die vielleicht auch mal in 20, 30 Stunden durchspielbar sind und die vielleicht eher so eine Art RPG-Light haben. Und man sieht es hier auch im Fertigkeitenbaum, der ist eher übersichtlich, ne? Der passt auf eine Seite und der ist im Prinzip auch schnell erspielt, ne? So sieht es hier nach ca. 15, 16 Stunden aus, wenn man schnell spielt, vielleicht auch schon nach 10, 12 Stunden, dann hat man einfach einen Großteil der Fähigkeiten schon erspielt
Und man ist im Prinzip, wenn man sich auf die Hauptstory konzentriert, doch relativ fix durch. So. Ja, das soll erstmal Mirage gewesen sein. Also läuft super. Amazon Luna läuft super. Touch-Steuerung, Livestreaming zu Twitch. Tolle Streaming-Qualität, 1080p. Die Spiele starten. Das war ja nicht bei allen heute getesteten Service der Fall. Und von daher, schade, 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 Amazon, dass du diesen tollen Streaming-Dienst so vergammeln lässt. Wir würden uns da sehr viel mehr von dir erhoffen und wünschen, weil die Technik ist top. Da kann man sich nicht beklagen. Und nochmal, ich bin Prime-Kunde, ich zahle hier sozusagen keinen extra Pfennig dafür. Ich habe mir das Spiel bei Ubisoft gekauft, weil ich generell mehr eher Spiele kaufe, anstatt sie zu abonnieren. Und von daher zahle ich dafür nicht extra. Ne? Ich habe das Spiel bei Ubisoft, bin Prime-Kunde und kann hier umsonst in einer richtig guten Qualität mit einem Top Full HD 60 FPS Stream Assassin's Creed Mirage zocken. Also viel Potenzial, aber Amazon lässt da momentan noch sehr, sehr viel liegen. So, aber machen wir mal aus. Das Spiel Amazon Luna, glaube ich, haben wir gut abgefrühstückt. Oder hat sich noch jemand Wünsche von euch? Mal speichern. Neuen Spielstand. Ja, ist okay. Habe ich den jetzt gespeichert? Ja, da ist er. Und dann beenden wir das Spiel mal. Sehr gut. So, was haben wir denn noch auf der Liste? Jetzt muss ich mal schauen. Also, wir haben natürlich noch die Android Games haben wir uns angeschaut. Anstream Arcade haben wir auf der Liste. Wir haben PS, also PlayStation Remote Play. Und ja, wir müssen eigentlich auch nochmal Shadow testen, oder? Das war ja bisher ein Satz mit X. Was, wonach steht euch denn? Nee, ich will nicht Luna Plus abonnieren. Das ist mir irgendwie zu komisch. So, also, wir können Anstream Arcade ein bisschen Retro-Games zocken. Wir können PS Play, wir können meine PlayStation, die hier neben mir steht, nochmal in Betrieb nehmen per Remote Play. Oder wir versuchen nochmal Shadow. Schreibt es doch gerne in den Chat. Ansonsten würde ich sagen, fangen wir an mit Anstream. Ansonsten will ich nochmal ans Gewinnspiel erinnern. Wir verlosen einen Monat GeForce Now Priority. Auch nicht nur für Neukunden, auch schon für Bestandskunden. Wer darauf Lust hat, bisher haben wir erst zwei mit Leute, die mitmachen. Wer darauf Lust hat, Hashtag Cloudplay einfach in Chat schreiben. Wie gesagt, momentan sind die Chancen sehr, sehr hoch, das zu gewinnen. Werden wir demnächst verlosen hier bei uns. So, und in der Downtime mache ich jetzt noch mal ein bisschen Fahrstuhlmusik an. Sehr gut. So, also, Endstream, ja, nein, vielleicht. Wenn sich keiner meldet, ist das ein, werte ich das als Zustimmung. Wir können ja mal reinschauen. Was wir auch noch testen ist Hotspot Gaming. Das haben wir auch noch versprochen. Ja, Daily Games haben wir bekommen. Nee, ich will am Free-Tier bleiben. Also, so sieht Anstream AK aus. Ihr habt im Prinzip verschiedene, alle möglichen Klassik-Spiele hier, die ihr spielen könnt. Von Atari, Commodore, Super Nintendo, Nintendo, Sega, Mega Drive und so weiter und so fort. Spielen wir doch mal hier Continental Circus, oder? Wo ist es jetzt hin? So. Continental Circus, Challenges, Pole Position. Also ihr seht dann, ihr könnt euch noch mal ein paar Infos anschauen über das Spiel, wo das released wurde. Ne? Es ist ein aus dem Jahr 1987, wow, auf dem Arcade-Automaten. Und momentan gibt es halt eine Challenge, die mir ermöglicht, das zu spielen. Ja, Go It Alone, 30 Münzen, Challenge of Friends. Nö, ich will einfach nur das Spiel spielen. Also Anstream funktioniert so, dass ihr im Prinzip ein Free-Tier habt, bei dem ihr täglich Münzen euch abholen könnt und die Spiele, paar Spiele kosten Münzen. Sorry. Los geht's! Wir sind im Jahr 1987 und wir spielen ein Arcade-Rennspiel in der Cloud über ein Cloud-Gaming-Handheld im Jahr 2023. Wow! Und was soll ich sagen? Streaming-Qualität perfekt, oder? Nicht vergleichbar mit Forza Motorsport. Das hier ist richtiges pixelgenaues Streaming. Da kann man sich nicht beschweren. Wahnsinn! Und das Motor... Das Auto ist explodiert! Ja, so schnell kann es gehen. Mal kurz die Streckenmarkierung mitgenommen. Bäm! Ja, sorry, Stillstillen. Irgendwie war mit der Soundabstimmung gerade was nicht in Ordnung. Wenn es noch zu laut ist, Bescheid sagen, dann drehe ich es noch ein bisschen runter. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht alle geweckt. Ja, das Coole ist auch an diesem Catchpoint, es gibt gar nicht so viele Knöpfe, ne? Es gibt im Prinzip nur Beschleunigen
Kann ich auf A drücken? Kann ich auf das Trigger drücken? Ist egal. Und dann gibt's noch rechts und links. Und dann gibt's nicht. Beschleunigen, bremsen, rechts, links. Und das. Und mein Auto ist explodiert. Schon zweimal. Wir haben es nicht mal eine Runde geschafft. Wahnsinn. Challenge over. Eieieiei. So. Dann. Spielen wir nochmal ein anderes Spiel. Ich finde ja Gods immer ziemlich cool. Gods. Auf dem Amiga. Ja. Ja. Ah, dazu muss ich jetzt aber schon Premium sein. Okay, dazu müsste ich mir sozusagen ein Bezahlkonto machen. Dann spielen wir weiter die Challenges. Die sind nämlich umsonst. Was haben wir denn hier? Space Invaders. Das hört sich doch gut an, oder? Das kennen wir doch alle noch. Ja. So. Movement Fire. Mehr brauche ich nicht. Jawohl, Space Invaders, der Klassiker. Wahrscheinlich aus dem Jahr 1970, oder? Jetzt bräuchte man mal den Gentleman, um darüber... Also wenn man so richtig Lust auf Retro-Charme hat, der ist hier bei Endstream bestens aufgehoben. Der Vorteil ist ja nicht nur, dass ihr die alten Games spielen könnt. Der Vorteil ist, dass ihr euch vor allem um die ganzen Emulatoren und was läuft wo keine Gedanken machen müsst. Ne? Ihr könnt das im Prinzip hier über den Client spielen. Ihr könnt es auf der Xbox spielen. Ihr könnt es im Prinzip überall spielen, wo Endstream läuft. Und alle Games sind halt da vorhanden. Und was ich halt auch cool finde, bei vielen Games auch in unterschiedlichen Fassungen. Also gerade wenn ich an den Gods denke, da ist halt eine Amiga-Fassung anders als eine Super Nintendo-Fassung oder Nintendo-Fassung. Das heißt, da kann ich immer zwischen der Version hin und her springen, einfach per Knopfdruck, kann mir sozusagen nochmal den Charme aus den alten Gaming-Tagen anschauen. Und wow, also ich finde den Service cool. Ich habe ihn zwar nicht abonniert, weil ich da doch nicht so viel Retro-Gaming mache, aber die Idee dahinter kann ich nur unterstützen. Es ist richtig, richtig toll. Nicht nur aus Usability-Sicht, sondern auch so ein bisschen aus Game-Preservation-Sicht. Ne? Weil viele dieser Spiele sind halt außerhalb von Emulatoren so gut wie nicht mehr spielbar. Und wenn man sich hier hinsetzt und zum einen die Lizenzierung klärt, Battle Chess, das waren doch noch Zeiten, oder? Mist, brauche ich auch einen Premium-Account. Wie gesagt, wenn man sich auf einer Seite die Lizenzierung kümmert, auf der anderen Seite die ganzen Emulatoren übernimmt, und man hier wirklich per Knopfdruck alles spielen kann. Und ihr seht ja, wie schnell wir hier zwischen den Spielen hin und her springen. Das ist schon eine coole Sache. Ne? Also hier ist wirklich mehrere Jahrzehnte Gaming-Historie in der Cloud abgebildet und per Knopfdruck spielbar. Richtig, richtig coole Sache. Und ich bin ja schon wieder auf dem falschen Banner hier. Sag doch mal jemand Bescheid. So, Endstream. So, wie geht das Spiel? Ich kann schießen und ich kann sterben. Alles klar. Game over. Ihr seht, ich bin nicht der beste Retro-Gamer. Aber wie sich das gehört, in so einen Arcade-Automaten muss man immer mehr Münzen reinschmeißen. Powerslide. Das habe ich früher gesuchtet. Oh, was denn? Das hier? Dieses Bubble-Dino-Spiel? Ich weiß noch nicht mal, wie es heißt. Muss ich die jetzt einfach abschießen? Was sind denn hier die Knöpfe? Ach so, ach, B ist springen. Okay, B ist springen. Und A ist schießen. Andersrum, als man es sonst immer kennt. Also B springen, A schießen. Muss ich jetzt die Bubbles hier wieder zurückholen? Ah ja. Oh! Oh, jetzt geht's weiter. Nächstes Level. Also, A ist schießen. Oh! Die sind schnell. A ist schießen. A. Oh! Gotcha. Jetzt hole ich mir die Banane für 500 Punkte. Nice. Mombach, die Cloudware-Folge mit Steven Cottam, der CEO von Endstream, war auch gut. Ja, genau. Den CEO von Endstream hatten wir auch schon bei uns zu Gast. Ne? Also wer das auch nochmal nachschauen will, der hat da auch echt coole, interessante Sachen erzählt, kann das auch nochmal tun. Einfach mal Endstream und bei uns auf dem Cloudplay-Kanal suchen. Der hat da richtig schön aus dem Nähkästchen geplaudert und ganz, ganz tolle Stories erzählt. Also, das ist sozusagen Endstream hier. Ihr seht es schon, ich bin nicht der größte Retro-Game-Spieler, aber ich bin großer, großer Fan von dem Service und kann ihm wirklich nur jedem ans Herz legen. Ich glaube auch, es gibt eine Lifetime-Mitgliedschaft, die gar nicht so viel kostet. Ihr könnt aber natürlich auch ein Monats- oder ein Jahresabo wählen. Ziemlich, ziemlich coole Sache. So, das war Endstream. Und jetzt müssen wir mal langsam schauen. So viel haben wir jetzt nicht mehr auf dem Plan. Jetzt haben wir noch PlayStation Remote Play und Shadow.
Fangen wir mal mit, pass auf, wir machen folgendermaßen. Wir machen PlayStation Remote Play, dann machen wir die Verlosung und am Schluss machen wir nochmal Shadow. Okay? Das ist doch ein Deal, oder? Bei PlayStation Remote Play geht auch relativ einfach. Jetzt muss ich mal meine PlayStation ein bisschen freiräumen. So, also PlayStation Remote Play, ihr müsst es vorher einmal auf eurer PlayStation einrichten. Ne? Das heißt, ihr geht auf eurer PlayStation auf Remote Play erlauben. Dann müsst ihr im Prinzip hier einen Code eingeben, euch alle gegenseitig freischalten und dann könnt ihr relativ einfach auf eurem Gerät hier auf der PlayStation zocken. Es gibt eine offizielle App, die heißt PlayStation Remote und für die braucht ihr auch einen DualSense Controller. Ne? Das heißt, da müsst ihr den DualSense, müsstet ihr jetzt theoretisch mit dem verbinden und dann könnt ihr auch nur über den DualSense spielen. Ich spiele das hier über die nicht offizielle App, die nennt sich PS Play, die kostet irgendwie, weiß nicht, 4-5 Euro oder so im Android Store. Und die hat den großen, großen Vorteil, dass die halt Gamepad-Unterstützung hat und auch Gyro-Unterstützung und auch, jetzt muss ich einen PIN eingeben. Und auch, was wollte ich noch sagen? Ich glaube, Vibrationsunterstützung. So, ich schalte euch mal kurz in den Incognito-Modus, damit ihr nicht meinen PlayStation-PIN seht. Da. Und da sind wir auch schon wieder. Okay. Und von daher kann ich die eigentlich nur ans Herz legen, weil die wirklich ausgezeichnet funktioniert und wir sehen auch schon, ne, wir sind ja im Prinzip jetzt schon auf meiner PlayStation und können hier direkt Spiele starten, zum Beispiel The Callisto Protocol. Ihr seht auch hier so einen Touch-Overlay, ne, das heißt, ihr könnt es auch per Touch steuern, ne, aber ihr müsst es nicht per Touch steuern, sondern ihr könnt es auch direkt per Controller steuern. Oder jetzt kommt halt die absolute Cloudception. Ihr könnt das auch, oh, mein Controller hat sich ausgeschaltet, Verbindungsfehler, nein! Was ist denn hier heute los, ey? Wir kriegen alle Dienste zum Absturz, Wahnsinn. Ich habe die ganze Woche die Dienste ausgetestet und installiert, es hat alles perfekt funktioniert. Und heute Abend, Shadow schmerzt uns ab, Xbox Cloud Gaming mit Verzögerung, Luna hat rumgemeckert. Und PS Remote Play stürzt uns. Aber schaut mal, Leute. Ich habe jetzt hier meinen Xbox Series Elite Controller. Der ist mit Bluetooth mit dem G-Cloud verbunden, welches per Remote Play auf meiner PS ist. Und jetzt spiele ich mit dem Xbox Elite Controller auf meiner PlayStation 5. Das ist doch schon Cloudception, oder? Was sagt ihr dazu? Wahnsinn. Und jetzt spielen wir hier tatsächlich The Callisto Protocol über das G-Cloud. Ist gerade im PS Plus Essential Abo, glaube ich, drin. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Ich glaube aber ja. Und der Season Pass war auch gerade im Angebot. Ich weiß nicht, ob es noch ist, aber den habe ich für 12 Euro dazu gekauft. Und von daher... Aber irgendwie habe ich gerade keinen Sound, oder? Habt ihr Sound? Doch, der ist sehr leise, der Sound. Ich drehe den mal ein bisschen hoch. Ihr könnt ja mal sagen, ob ihr was hört. Doch, ein bisschen höre ich was, ne? Vielleicht nicht. Ist es laut genug? Genau, Callisto. Wie gesagt, ich bin gerade ganz am Anfang erst. Und jetzt muss man sich auch ein bisschen umgewöhnen, weil natürlich das Button-Mapping immer von dem PlayStation-Controller angezeigt wird. Also X, O, Dreieck. Und hier ist natürlich A, B, X, Y. Das heißt, ein bisschen Gedankentraining, ein bisschen Brainstorming ist immer noch vonnöten. Ja, aber auch hier die Qualität ist es halt super. Ist natürlich Remote Play in einem lokalen Netzwerk. Da gibt es natürlich nichts. Ne? Das ist natürlich sehr, sehr hochwertig. Was will ich eigentlich machen? Da sieht man natürlich null Streaming-Artefakte oder sonst was, sondern das läuft dann im Prinzip direkt auf der lokalen PlayStation 5 und wird nur noch an das Endgerät hier gestreamt. Nichtsdestotrotz ist es eine tolle Experience. Es ist ein sehr direktes Spielen. Man hat halt null Lags oder so dabei und kann halt auch unterwegs oder einfach mal im Bett liegen auf seiner PlayStation zocken. Hm? Ist schon eine coole Sache. Vielleicht auch, wenn der Fernseher mal besetzt ist. Es gibt ja auch bei einigen, bei denen dann sozusagen der Screen Space limitiert ist. Da kann man einfach sagen, ja klar, ich spiele jetzt hier auf meinem Handheld weiter. Oh! Vibrationen! Ich habe zum ersten Mal...
haben solche Aufträge öfter erledigt. Weiß nicht, warum er sich jetzt mal kurz daran stört. Ich meine, es ist doch nur ein Job. Einfach den Kopf runter und die Fresse halten. Ich habe zum ersten Mal Vibration auf dem G-Cloud. Es hat vorher nie geklappt, aber heute hier über PS Play funktioniert der Vibrationssupport. Also, das erste, was auch mal funktioniert, was neu ist. Ja, super. Anomalie erkannt. Jetzt war ich so abgelenkt davon, dass ich gar nicht weiß, wo ich jetzt hier hin muss. So, rechter, linker Trigger zoomen. Also, Vibrationssupport ist da. Es ist jetzt nicht doll. Ne? Es ist jetzt nicht vergleichbar mit wirklich einem Controller, der irgendwie rumrumpelt, sondern es ist eher so eine Art, ich würde sagen so, ja doch, jetzt hier auch wieder. Also, man merkt schon, hier beim Klo, sehr schön, es ist eher so eine Art Handy-Vibration, ne? Wie man das vielleicht kennt, wenn das Handy so vibriert beim Klingeln, so von der Größenordnung würde ich es einordnen. Aber es ist schon nett. Es ist schon ein immersives Feature. Du musst runter in den Frachtraum. Oh, danke schön. Bevor ich hier im Kreis laufe. kann ich dann irgendwie schnell laufen? Wahrscheinlich erst später, oder? Weil es natürlich auch ein Survival-Shooter. Da gehört es ja dazu, dass man nur langsam vorankommt. So. Muss ich jetzt hier irgendwo rüberklicken? Ah ja, okay. Oh, die Vibrationen sind echt cool. Bin ja gerade so ein bisschen geflasht davon, dass das funktioniert. Nachdem ich die ganze Zeit das funktioniert hat und es nicht hinbekommen hat. Jetzt geht's auf einmal. Also. Shadow. Übrigens, falls ihr euch an Shadow interessiert seid und noch nicht Shadow-Kunde seid, könnt ihr auch nochmal 10 Euro sparen. Ne, das seht ihr unten auch eingeblendet mit dem Code CLOUDPLAY. Da haben wir eine kleine Partnerschaft mit Shadow am Start. Das heißt, wenn euch der Kram interessiert und ihr das zum Beispiel auf dem G-Cloud spielen wollt, Code CLOUDPLAY. 10 Euro. Gehören euch. So, wir hoffen jetzt nochmal, dass es nochmal funktioniert, dass wir wenigstens auch nochmal Shadow die Performance zeigen können. Devil Motorfest, ja okay. Dann schauen wir hier mal in Motorfest rein. Mal gucken, ob wir heute weiterkommen. Ob wir jetzt weiterkommen als vorhin. Der Start deines Spiels wird vorbereitet. Ist es die Möglichkeit? Aber so weit waren wir vorhin auch schon, oder? Das Spiel läuft bereits. Ja, wo denn? Wo läuft's? Ubisoft? Ich sehe nicht, dass irgendwas läuft. Power Slide Motorfest. Ja, ich versuch's. Ah, da unten. Oh. Da ist es. Unglaublich. Wir haben es geschafft, ein Spiel zum Starten zu bekommen. Das ist ein großer Erfolg für heute Abend. So, jetzt gucken wir uns nochmal Motorfest auf Shadow PC an und vor allem, wie funktioniert das hier mit den ganzen Eingabemethoden? Wie direkt ist das? Und ist das irgendwie konkurrenzfähig mit den anderen Sachen? Spoiler, ja, ist es natürlich. Wir haben natürlich den Vorteil, dass wir hier die PC-Fassung haben. Keine geschnittenen Fassungen, wie es bei Amazon Luna der Fall ist. Oder auch keine Low-Quality-Streams-Fassung, wie es bei xCloud der Fall ist. Sondern hier können wir natürlich auf einen richtig, richtig hochperformanten Stream zurückgreifen. Man sieht das ja hier auch schon im Intro, ne? Man sieht nicht mehr, dass es gestreamt ist. Es ist einfach so. Es ist wirklich sehr, sehr gut. Auf einer Stufe im Prinzip mit GeForce Now und auch Amazon Luna, die auch eine sehr gute Streaming-Qualität haben. Aber natürlich interessiert uns auch noch, wie direkt das Ganze sich fährt. Was ist mit Lags? Ich glaube, wir können auch mal einen Benchmark machen, ne? Dann können wir mal schauen, wie gut Spieleinstellung, Grafik hier. So, also wir haben die RTX A4500 mit einer Full HD Auflösung, V-Sync aus, Kantenglättung an, Qualität alles auf Ultra, bis natürlich auf die Bewegungsunschärfe. Bildkalibrierung ist nicht so interessant. Ich wollte noch einen Benchmark.
So. Grafik. Hä, wo ist denn der Benchmark hin? War der nicht immer hier? Bin ich gerade... Hier war doch eigentlich immer da drüber der Benchmark, oder? Wusste, warum, jetzt habe ich so viel geschwärmt davon, dass das die ungeschnittenen PC-Versionen sind. Und jetzt ist der Benchmark hier. Hat Ubisoft den Benchmark entfernt? Schreibt das mal kurz. Bin ich ja gerade maximal verwirrt. Rätemanager, Ubisoft Connect. Nö, ich will einen Benchmark machen. Spieleinstellungen, Schwierigkeiten. Das ist ja unglaublich. Na gut, dann müssen wir es im Spiel rausfinden. Leute, hier ist was los heute. Der Stream, bei dem nichts klappt. So, Aktivitäten. Live-Wettbewerb. Natürlich spielen wir Summit. Wir sind Rang 16.000, aber wir haben auch noch nicht wirklich viel was versucht, muss ich gestehen. So, hier sind wir auf Rang 2. Der Mugen ist wahrscheinlich auf Rang 1 mit 307. Hier sind wir auch auf Rang 2, aber fahren wir ruhig mal das Event hier. In dem Mazda RX-7 Turbo 10th Anniversary Edition. Und dieser Summit ist ja besonders... weil man teilweise nichts verändern kann. Also hier können wir noch ein bisschen die Profi-Einstellung tunen, habe ich aber auch schon ein bisschen angepasst. Aber teilweise sind es Leihfahrzeuge und sämtliche Einbauteile sind deaktiviert. Das heißt, es ist der Nicht-Farming-Summit. Außer natürlich unten für die drei Events, ne, für die Radarfalle, für den Slalom und für die Flucht. Aber ansonsten geht es wirklich darum, wer kann am besten fahren, ausnahmsweise mal. Hm? Nicht nur ausnahmsweise, aber vor allem in diesem Summit. So, also schauen wir uns das an. Wie läuft Motorfest auf Shadow? Sehr direkt. Merkt man schon im ersten Moment, dass da im Prinzip kaum Verzögerung drin ist. Kann richtig schön das Auto kontrollieren, wenn man es dann kann, nicht so wie ich. Der Stream ist auch sehr, sehr sauber. Oben links sieht er ganz klein die FPS-Anzeige. Ist wahrscheinlich für euch sehr schwer zu erkennen, sind aber 60. Ganz überraschend, aber beziehungsweise nicht überraschend, weil ja, Motorfest ist jetzt nicht so das High-End-Spiel und auch mit dem Shadow Power Upgrade, was wir hier am Start haben, ist das eigentlich kein Problem, in Full HD da die 60 Frames per Second durchgehend zu halten. Schade, dass der Benchmark nicht da ist. Devil hat auch schon geschrieben, manchmal ist er da und manchmal ist er weg. Interessant. Komisch. Ubi Lost mal wieder. Hätte ich den Ubi Lost Counter jetzt aktiv, wäre er wahrscheinlich schon bei 20 oder 30. Ja, allein schon, dass der vorhin die Spiele nicht starten konnte. Was war denn da los? Sowohl Mirage als auch Motorfest hingen in der Loop des Todes fest. So, jetzt versuchen wir aber mal hier nicht ganz so alt auszusehen, was uns wahrscheinlich nicht gelingt. Aber wie gesagt, Streaming-Qualität top. Keine Verpixelung, keine Artefakte. Sehr direktes Spiel. Auch wenn ich das jetzt nicht so, auch wenn es nicht aussieht nach meinem fahrerischen Können. Aber ich muss ja auch parallel auch noch auf den Chat gucken, das Ding hier in der Hand halten, auf den Bildschirm schauen. Da sind, glaube ich, keine Bestzeiten zu erwarten von mir. Also von der Streaming-Qualität, ich würde es sogar noch höher als Amazon Luna ansetzen. Auch Amazon Luna ist schon sehr, sehr gut. Müsste ich sie ranken momentan, würde ich sagen, GFN, Platz 1, unangefochten, danach Shadow. Wobei es hier wirklich eng ist, also man müsste wirklich mit der Lupe gucken, ob es wirklich einen Unterschied gibt zwischen Shadow und GeForce Now. Ist wahrscheinlich schwer. GeForce Now punktet vielleicht halt noch mit der puren Grafikpower und mit Nvidia Reflex. Oh, was haben wir jetzt? Xbox-Controllers getrennt. Ach ja, der hat sich mal wieder ausgeschaltet. Dem war langweilig. Nvidia Reflex ist halt vor allem gut bei Games, die das unterstützen, so wie Counter-Strike. Da ist man halt wirklich auf einem Ultra-Low-Latency-Rig unterwegs. Das ist schon Wahnsinn. Danach halt Amazon Luna. Ja, PlayStation Remote lasse ich jetzt mal außen vor. Das ist ja kein wirkliches Cloud-Gaming. Es hat aber auch eine sehr gute Streaming-Qualität. Und Anstream und ganz Schluss abgeschlagen ist leider Xbox Cloud-Gaming. Also selbst ein Anstream schafft da eine bessere Streaming-Qualität. Keine Ahnung, was da mit Xbox los ist, ob die Ressourcen sparen müssen, ob die zu viele Spieler haben, ob die zu wenig Server haben oder ob die einfach nicht so dominant erscheinen wollen, damit ihr Mega-Deal, der ja jetzt durch ist, dass der auch durchging. Wir wissen es nicht, aber es ist wirklich traurig, dass eine der großen dominierenden Firmen in dem Gebiet die schlechteste Streaming-Qualität durch die Bank weg anbietet. Devil, also bei mir ist manchmal GFN aufgefallen, dass der Benchmark wahrscheinlich da war und manchmal nicht. Gut, bei Shadow kannst du aber alle Games spielen, was bei GFN nicht geht. Ja, das stimmt. Shadow ist aber die Cloud Computing, ne? Weniger Cloud Gaming, sondern du hast halt einen Windows-PC da
und kannst halt alles installieren und spielen, was du möchtest. Was ich hier halt bemerkenswert finde, das Ganze funktioniert halt out of the box auf dem Logitech G Cloud. Ne? Der Game Controller Support ist sofort da. Es hat keine Vibration. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie an- und ausschalten muss, aber jetzt habe ich ja außer bei PS Remote Play noch bei keinem Service gesehen, dass es geht. Also weiß nicht, ob das wirklich an Shadow liegt, weil lokal gesehen, also was heißt lokal gesehen, wenn ich es über den normalen Client spiele, hat Shadow auch Vibrationssupport. So, fahren wir nochmal die Flucht hier. Um das auch mal zu spielen. Aber ansonsten, ja, Streaming-Qualität, Controller-Support, Lag, alles top. Richtig, richtig gut. Drive Save. Ich glaube, es ist besser, wenn man. Oh Gott, was fahre ich denn hier überhaupt? Ja. So. Also, neu starten. Wir fahren natürlich mit Hypercars oder Alpha GP. GP geht auch, aber Hypercar habe ich, glaube ich, schon ein Set zusammen. Schauen wir mal. Nee, habe ich nicht. Ist ja unglaublich, was ist denn hier los? Aber immerhin habe ich alles schon auf Reihen und Zusatzpumpe geskillt. Da muss ich wohl noch ein bisschen farmen. Der Nitro-Mischer noch nicht vollständig. Na gut, wir gucken mal, wie weit wir kommen. Mugen Live, wie viel Zoll hat das Display? Das Display ist ein 7 Zoll Display mit Full HD-Auflösung, ist also größer als das Steam Deck. Beziehungsweise, bevor ich jetzt was Falsches sage, gucke ich mal in meine Aufzeichnung. Ja, es ist ein 7 Zoll IPS Display Multitouch 60 Hertz Full HD und es hat 450 Nits, also ein Mühchen heller als das Steam Deck. Hat dafür aber, glaube ich, 95%ige DCP3 Farbraumunterstützung. Da ist das Steam Deck ja ein bisschen schlechter unterwegs. Also im 1:1 Vergleich schlägt es das Steam Deck knapp, was das Display allein angeht. Oh Gott, was fahre ich denn hier, ey? Ja, so viel in Sachen parallel erzählen. Und ich versuche jetzt nochmal über den Xbox-Controller das zu spielen. Ob das auch geht, ne? Jetzt machen wir quasi Xbox-Controller per Bluetooth an das G-Cloud und schauen, ob das auch ohne Probleme über Shadow spielbar ist. Ja, guck mal, da meldet er sich schon. Da meldet sich mein Shadow Xbox One-Controller. Und das verzeihe ich ihm mal, dass er jetzt nicht das als Elite-Controller kann. Aber ja, ist direkt spielbar. Also ihr müsst das Ding nur einmal koppeln und könnt dann im Prinzip auch direkt nicht nur eure PlayStation damit bedienen, sondern auch euren Shadow-PC. So, jetzt nochmal im halbwegs konzentrierten Modus in die Flucht rein. Mal gucken, was geht. Oh, leichte Rechtskurve. Oh, da geht nicht viel, da geht nicht viel. So, ich nehme jetzt aber trotzdem mal das Ding selber in die Hand. So, ab geht er. Devil, ich kann das leider gerade nicht vorlesen, weil ich ja im Hyperfokus-Modus bin. kommt aber gleich. So, jetzt bei dem Kreisverkehr. Geradeaus fahren. Zack. Mist. Alles Mist. Jetzt kann ich es auch vorlesen. Der Handheld ist gut für Zugfahrten. Mich haben die Leute immer komisch angeschaut, wo ich GFN auf dem Laptop im Zug gespielt habe. Wow, GFN auf dem Laptop im Zug, das musst du mir mal erzählen. Wie soll denn das funktionieren? Also, ist das WLAN im Zug so, dass man GeForce Now spielen kann? Das wäre natürlich ziemlich cool. Was auf jeden Fall cool ist, sind halt Android-Games, ne? Also, es gibt ja auch ein paar richtig schöne Spiele auf Mobile, ne? Ist ja nicht so, dass es alles nur Cash-Grabs sind, ist natürlich größtenteils Cash-Grabs. Aber ich denke mal, sowas wie
Secret of Mana als Android-Version. Das ist richtig, richtig cooles Retro-Feeling. Und das kann man hier auch ohne Probleme spielen. Können wir auch gleich nochmal reinschauen. Und das ist schon richtig cool. Dann sind die ganzen alten Final Fantasy-Teile da. Also es sind auch schon ein paar schöne Spiele da. Und das geht dann auch definitiv auch lokal. Auch wenn das WLAN mal ausgefallen ist. Ich jetzt eigentlich richtig rum? Ich wollte eigentlich falsch rum reinfahren, aber das sieht doch hier anders aus als vorhin. Verwirrt. Oh nein! Also Leute, heute ist es nicht dolle mit mir hier. Nee. Ich habe mich um 59 Meter verbessert. Na immerhin, hat sich doch gelohnt, das nochmal anzuschmeißen, oder? da bin ich auf die 8 Zoll vom Remote Player gespannt. Ja, das stimmt, das wird dann nochmal ein Stückchen größer. So, ich würde sagen, wir lassen es jetzt erstmal soweit bei Shadow. Also wenn es funktioniert, funktioniert es richtig gut. Was wir nochmal testweise machen könnten, wäre den Mirage Benchmark. Der ist uns ja vorhin noch offen geblieben, beziehungsweise es startet nicht. Also, ist ja komisch, dass ich hier Werbung von Mirage bekomme, obwohl ich das Spiel doch auch schon habe. So, wir versuchen das nochmal zu starten. Einfach nur, um den Benchmark laufen zu lassen. Wenn mich das auch nochmal interessieren würde, wie gut das Shadow mit dem Power-Upgrade performt. Aprophis, Badland, Android ist auch nicht schlecht. Ah ja, okay, das schaue ich mir dann gleich mal an. Badland, Android, Play Store. Apps bei Google Play. Aha, oh ja, das sieht auch cool aus. Ach, das ist ja, ja, das kenne ich doch. Das habe ich sogar schon früher mal gespielt. Das ist ein relativ cooles, so ein Jump'n'Run-Spiel, ne? Mit so einer schwarzen, wie ist das, so eine fliegende Figur. Und die muss dann durch alle möglichen 2D-Rätselwelten durch und da alle möglichen Sachen lösen. Ja, das fand ich auch cool. Das habe ich früher viel gespielt. So, Mirage auf Shadow. Was passiert hier? So, was haben wir denn noch offen? Wir wollen noch mal ganz kurz in PlayStation Remote Play reinschauen, oder? Das war noch offen. Und ansonsten haben wir eigentlich alle Dienste einmal ausgetestet durch die Bank weg. Was hat euch denn am besten gefallen? Also, wir hatten zur Auswahl Shadow, Xbox Cloud Gaming, Luna, Amazon Luna, Android, Local Gaming, Anstream Arcade, GeForce Now und PS Remote Play. Und momentan sind wir immer noch auf dem Shadow unterwegs. Ja, schreibt es doch mal im Chat, würde mich interessieren. Wir haben ja auch eine Umfrage gehabt, immerhin schon 20 Stimmen. An welchem Dienst seid ihr am meisten interessiert? 55% haben GeForce Now gesagt, Xbox Cloud Gaming 35%, 10% Amazon Luna, 0% Anstream Arcade. Okay, also da sind schon die Präferenzen deutlich bei den beiden Genre-Königen Nvidia und Microsoft verteilt. Sehr interessant. Und wir sehen es auch jetzt hier im zweiten Anlauf. Startet dann auch Assassin's Creed Mirage auf dem Shadow PC. Wie gesagt, wir wollen jetzt eigentlich nur mal ganz kurz einen Benchmark am Laufen haben, um zu schauen, mit was wir hier mit einer Full-HD-Auflösung auf dem Shadow-Power-PC rechnen können. Ich vermute aber, es wären locker 60 Frames per Second. Würde mich jetzt sehr überraschen. Aber probieren geht über studieren. So. Assassin's Creed Mirage. Also, Optionen. Wir haben Fenstermodus randlos? Nee, wir wollen hier schon Vollbild spielen. Seitenverhältnis ist 16:9, Auflösung 1080p, kein V-Sync und auch keine Auflösungsskalierung. Will ich beibehalten. Alle Einstellungen speichern. Grafik ist auf extrem hoch. Bodenobjekte sehr hoch. Schatten extrem. Reflektionen an. Umgebungstexturen extrem, Charaktertexturen hoch, Schärfentiefe hoch, Bewegungsunschärfe, was ist denn das hier? Das ist doch ein Verbrechen, das muss auf Aus sein. Adaptive Qualität ist auf Aus.
Upsampling-Typ, ja, ist eigentlich wurscht. Ne? Könnte man auch DLSS wählen. Es ist ja eine Videografikkarte hier, aber dadurch, dass wir das alles auf ausschalten, Stärke der Scharfzeichnung, ja, ist es dann eigentlich egal. Das ist dann nur noch der Filter oben drauf. So, lassen wir das mal so und dann schauen wir uns mal an, was wir damit erreichen. Benchmark, los geht's. Mombach, warum eigentlich kein V-Sync? Weil, wenn weil wir einen Benchmark wollen, laufen lassen wollen und dann nicht wollen, dass es bei 60 Frames per Second gecapped wird. Bei GeForce Now ist das nochmal ein Kapitel für sich. Da würde ich immer empfehlen, im Spiel V-Sync auszumachen und in der App entweder adaptiv oder anzumachen, um sozusagen um die V-Sync des Coders, also des Encoders zu verwenden und nicht die V-Sync des Spiels selber. So, jetzt habe ich einen schwarzen Bildschirm. Interessant. Kommt da noch was? Ah ja, jetzt geht's los. Ja, und wenig überraschend, ne? Also das Spiel läuft hier mit extremen Einstellungen irgendwo um die 100 Frames per Second bei Full HD. Oh, jetzt haben wir einen Freeze. Was ist hier los? Das Bild freest, aber er schafft noch 100 Frames per Second. Ist ja sehr spannend. Leute, wir bekommen heute alle Games kaputt, ich sag's euch. Aber bevor wir mit PlayStation einen Abschluss machen. Nee, das machen wir andersrum. Wir machen mal nochmal PS Play nochmal. Versuchen wir das nochmal zu starten. Power Slide, hahaha. Ja, sehr lustig. So. Wir machen jetzt nochmal als allerletztes einen Ausflug in PlayStation Remote Play, jetzt mit dem HEVC-Codec und der Callisto-Protokoll, dass wir da auch nochmal einen Unterschied sehen. Ich fand es vorher auch schon sehr gut, muss ich sagen. Bin aber mal gespannt, ob es jetzt nochmal einen spürbaren Uplift gibt. HEVC ist ja nochmal einen Ticken besser, beziehungsweise braucht halt weniger Bitrate bei gleicher Qualität. Suche Konsole. Moment, da haben wir doch ein bisschen Sound noch dazu. Ah ja, okay. So, jetzt schauen wir mal, ob das jetzt wieder geht. Ach, top, ne? Und damit ihr den nicht seht, kriegt ihr Johnny. Und da sind wir auch schon wieder. So, also jetzt mit dem HEVC-Codec und wir spielen einfach weiter, oder? Callisto-Protokoll. Ah ja, top. Also hat sich die ganze Zeit gemerkt, den Spielstand. Und wir können, ohne dass wir groß irgendwas machen müssen, direkt weiterspielen. Auch cool. So, jetzt also mit HEVC. Ja, also ich sehe keinen Unterschied. Wer hatte das vorhin geschrieben? Abruf ist, glaube ich, ne? Na. Mal ein bisschen runterscrollen. Armin hatte geschrieben, ich soll HEVC-Codec machen. Also das ist jetzt der HEVC-Codec. Sieht top aus. Also sah vorher schon top aus, sieht jetzt auch top aus. Gerade bei dunklen Strellen ist es ja manchmal so ein bisschen kritisch, ne, was Streaming angeht. Da sieht man dann manchmal so Verpixelung und Blockbildung. Na? Oh, ich muss noch unser Banner wechseln. Wir sind jetzt natürlich nicht mehr bei Shadow, sondern auf dem PlayStation 5 Remote Play unterwegs. Ach, das ist schon cool mit der Vibration jetzt. Ne? Das ist zwar nicht doll, aber es hilft schon bei der Immersion auf jeden Fall. Hier brennt aber auch die Hütte, ey. Eieiei. Im wahrsten Sinne des Wortes brennt hier. Und ich habe eine Trophy. Verdammt. Der Autoway? Ja, sieht so aus. Na gut, dann beweg deinen Arsch wieder hier rauf. Aber Vorsicht, die könnten überall sein. Hier zurück zum Cockpit. Ducken, Kreis, okay. Oh. Hier geht's ja ab. Das Dämpfungsfeld ist noch aktiv.
Nicht mehr lange. Was wollen die? Woher soll ich das wissen? Sieht schon fantastisch aus, meine Herren. Uns läuft die Zeit davon. Hackeln hier schon einiges ab an Grafikfeuerwerk. Doch die Beleuchtung, die Schatten. Wahnsinn. L1, Gameplay-Tutorial, Tipp sprinten. Ah ja. L1, okay. Sprint dich mal zurück. Wir gehen in Richtung Brücke. Oh. Was immer nötig ist. Wow. Das ist schon hart. Ach, ich muss mich jetzt hier vorwärts kämpfen. Oh Gott. Ich trinke so gemütlich und versuche zu relaxen und mein Charakter hängt hier kämpfen sein Leben. Nein! Was zur Hölle? Was ist hier los, Leute? Gamepad entfernt? Also das habe ich auch noch nicht gehabt. Wir machen heute alles mit. Ich hoffe, ich muss mich jetzt nicht nochmal hier einloggen. Nee, hier ist nur verbunden. Also hat er sich gemerkt. Immerhin. Unglaublich. Sie zieht uns runter. Na los, rein da. Sie übertragen die Steuerung an mich. Ich trage die Steuerung. Mayday, hier ist UCG Charon. Kehren zurück nach Callisto. Welchen Mond an der Erlaubnis? Negativ, UJC Charon. Keine Erlaubnis zum Wiedereintritt. Oh oh. Sorry, ich hab keine Wahl. Bombach, ich empfehle die englische Synchro. Okay, danke für den Tipp. Sind schon auf Maximum. Wir schaffen es nicht. Ich spiele eigentlich auch meistens. Die Games in Originalfassung. Außer Assassin's Creed, die spiele ich immer in Deutsch, weil da die Synchro mal sehr, sehr gut ist. Und ich mag es auch nicht, wenn man mit einem ausländischen Dialekt spricht. Also zum Beispiel bei Odyssey sprechen sie halt im Englischen mit einem griechischen Dialekt. Und das ist halt irgendwie Geschmackssache. Aber Callisto werde ich dann auch mal im Englisch checken. Danke für den Tipp. Oh, geschafft! Ich sagte doch, mach dir keine Sorgen! Hey, Max! 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 Warte, ich komme! Hey. Jacob! Oh, Jacob! Ei. Hast du nicht auf mich gehört? Sieht nicht gut aus. Security Board. Schütze, suche fort. Sag mal, in Sicherheit. Sind Sie der Pilot? Ja. Und er? Er ist tot. Dann brauchen wir nur eine. Okay. Bringen wir sie heraus. Laut Verzeichnis transportieren Sie Ladung aus dem Hangar. Freelancer haben wir hier selten.
mach nur meinen Job. Das ist mir klar. Thermalregulatoren aktiviert. Das ist mein erster Absturz. Wir wurden geändert von... Lass mich los! Sie! Hier! Mal halbe Kraft voraus, Frachtflieger. Sie machen Ihren Job, ich nur meinen. Ja? Jawohl? Wie Sie meinen. Nimm ihn mit. Hey, was soll das? Ich hab nichts getan! Ziemlich cooler Prolog. Ziemlich cool. Und selbst in Full HD und auch nur auf so einem Gamepad kommt es echt gut rüber. Ist natürlich auf dem großen Fernseher in 4K noch mal eine andere Liga, na klar, aber wir wollen ja vor allem hier erstmal so Stream-Qualität uns anschauen und das ist natürlich sehr, sehr gut. Logischerweise auch im Remote-Play hier und nicht per Cloud-Gaming. Was glaubst du so blöd? Ruhe! Ist viel zu spät für den Scheiß. Okay, Gefangene reden nur, wenn sie gefragt werden. Hey, das ist ein Fehler. Ich heiße Jacob Lee. Ich bin kein Häftling. Du bist Häftling. 532-521. Und für dich bin ich Captain Ferris. Was? Nein, nein, nein. Ich bin Frachtpilot. Ich wurde angegriffen vom Outer Way. Von ihr. Wir sind abgestürzt. Mein erster Offizier ist tot. Ist mir egal. Anweisung des Wardens. Oh. Oh. Spricht man vom Teufel? Da passt die Synchronisation nicht zu den Lippenbewegungen. Ihre Entscheidungen haben sie hergebracht. An diesen Ort. Der einzige Ort, an den sie wirklich gehören. Um das zu finden, Sam Witwer spielt damit? Sam Witwer ist doch der Star Wars Darsteller von... Ich bin Warden Cole. Oder verwechsel ich das gerade? Nee, krass! In der Haftanstalt Black Iron. Der letzte Teil ist das Schönste. Und mir immer Gänsehaut. So, Endstation. Steh auf. Häftlinge, das war ein direkter Befehl. Das ist falsch, ich gehöre nicht hierher! Es spricht in Clone Wars Darth Maul und ist in The Star Wars The Force Unleashed als Starkiller zu sehen. Cool, wen spielt ihr denn hier? Ich meine, verdammt, für alle anderen bist du praktisch tot. Es wird Zeit für etwas Neues. Denn du betrittst jetzt ein neues Königreich. Nein. Mein Königreich. Captain Leon Ferris spielt er hier. Das ist dein altes Leben. Du musst es los. In dein neues Leben leben. Voll und ganz. In meiner Hand. Also erhebe dich, toter Mann. Okay, dir auch. Los geht's. Sie betreten nun die Haftanstalt Black Iron, eine Abteilung des UJC-Strafvollzugs. Cool. Begeben Sie sich unverzüglich zur Erstaufnahme. Hey, lass mich! Ey. Geht's ja ab hier. Häftling 532-521. Ich bin Dr. Caitlin Mahler und gemäß Artikel 412 der UJC-Strafvollzugsordnung wird Ihnen ein Core-Gerät eingesetzt. Doktor, er ist nicht im System. Wir wissen Bereiten nicht... Bereiten Sie das Gerät vor. Ja, Gerät? Welches Gerät? Sie sind doch an! Verdammt! Ja, und ich werde meine Pflichten auch gewissenhaft erfüllen. Halten Sie still, sonst machen Sie es nur schlimmer. Verflucht! Autsch. Doktor, kein Herzschlag. Injektor. Das Motion Capturing ist schon verdammt cool in dem Game. Wahnsinn.
extrem gute Gesichtsanimationen. Oh, wir können mal was spielen. So, ich würde aber auch sagen, mit einem kleinen Blick auf die Uhr, wir wollten ja auch ganz zum Schluss nochmal was austesten. Das hat sich nämlich auch mal jemand gewünscht. Werden wir hier mal einen Cut machen. Spiel speichern. Neuer manueller Spielstand. Bitte schalte die Stromzufuhr nicht aus. Und jetzt gehen wir einfach mal raus aus dem Game. So. Wie gesagt, im Remote Play hier einfach auf die Mitte drücken, dann habt ihr sozusagen euren PS-Knopf und dann könnt ihr hier auch alle anderen Sachen mit steuern. Ja, was habe ich noch? God of War, Sackboy, Last of Us, Teil 1 und Teil 2. Teil 1 habe ich schon auf Platin gespielt, Teil 2, da habe ich ungefähr die Hälfte der Trophäen zusammen. Final Fantasy habe ich auf Platin und Nier Replicant und Tales of Vice habe ich noch vor mir. Aber ja, woher die Zeit nehmen? Woher die Zeit nehmen? Xbox Cloud Gaming, das ist ja wirklich einfach nur ein Mosaikmuster, ein Teppichmuster. Ja, super. Also, so sieht's aus, wenn man über ein Mobile Hotspot spielt, zumindest heute Abend. Ansonsten habe ich, wie gesagt, auch schon viele, viele Stunden über einen Hotspot gespielt, hatte da nie Probleme mit, auch über GeForce Now, aber heute ist der Wurm definitiv drin und wir bekommen hier den absoluten Pixelpreis serviert. Aber sei es drum, das Rennen fahre ich jetzt zu Ende, allein der Ehre halber mit dieser Wurstqualität hier. So! So, jetzt haben wir ja auch Aussetzer. Oh, jetzt kriegen wir auch eine Zeitstrafe. Eieiei. Beziehungsweise ich glaube, wir haben jetzt auch gar keine Chance mehr, weil das ein Zeitrennen ist und jetzt sowohl diese Runde als auch die nächste nicht mehr gewertet wird. Und damit, weil es nur zwei Runden sind, haben wir uns quasi schon aus dem Rennen gekegelt. GFN Endstream, genau, das ist jetzt Retro Gaming par excellence. So, zeigt natürlich auch so ein bisschen die Vor- und Nachteile von Cloud Gaming. Wenn's funktioniert, ist es richtig, richtig cool. Und wenn man Hiccups hat, dann denkt man sich immer, ja, warum macht man das eigentlich alles? Interessanterweise bloß, dass es sonst immer gut funktioniert, aber jetzt, wenn man es mal zeigen will, die ganzen negativen Issues hat. Aber das gehört natürlich auch dazu. Das darf man auch nicht verschweigen, sondern muss auch sagen, okay, die Technologie ist halt vielleicht in ein oder anderen Situationen dann doch noch nicht so ausgereift, wie man sie gerne hätte. Und da sind durchaus noch Potenziale vorhanden. Wobei es halt momentan wahrscheinlich eher an dem Handy-Hotspot liegt hier, als wirklich an GeForce Now. So, und hier haben wir natürlich ordentlich geschnitten nochmal. Eieieiei. Na gut, aber wir bringen es zu Ende. Wir fahren das wenigstens ins Ziel, auch bei einer absoluten Krebsverbindung. Hat auch irgendwie schon was künstlerisch Ansprechendes, ne? Disqualifiziert, jawohl. So gehört sich das. Also, Hotspot gescheitert. Ich bekomme eine Pixel-Trophy. Danke, Powerslide. So, das werden wir aber auf jeden Fall nachreichen. Da werde ich nochmal ein Video bei, das ist jetzt der Bad Case, ne? Ich werde auch nochmal ein Video machen, wie das sozusagen sonst funktioniert. Das kann ich ja mit der integrierten Aufnahmefunktion ganz einfach machen. Und dann werden wir ja auch nochmal simulieren, wie man sozusagen GeForce Now auch über einen Mobile Hotspot spielt, wenn es nicht gerade ein nach Freitag der 13. Stream ist. Okay. Gut, damit sind wir jetzt so langsam durch. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr zugeschaut habt. Jetzt sind es tatsächlich über 3 Stunden geworden. Wow, aber wir hatten ja auch mit einigen Issues zu kämpfen während des Streams. Wir haben uns angeschaut Shadow mit Anfangs-Startschwierigkeiten, die aber bei Ubisoft lagen, weniger bei Shadow. Dann sind wir beim Xbox Cloud Gaming ein bisschen durch die, ja, Höhen und Tiefen gelaufen ist. Celeste war ganz gut, auch From Space bei Forza Motorsport hat uns allerdings die Streaming-Qualität ein bisschen negativ überrascht. Amazon Luna, top,
Qualität hat alles funktioniert, bis auf die Tatsache, dass zu wenig Spiele da sind. Aber was nicht ist, kann ja vielleicht noch werden. Auch das lokale Gaming, ja, das funktioniert halt super, ne? Was ich ja nochmal zeigen wollte zum Schluss. Einer meiner Favoriten, Secret of Mana in der 90er-Jahre-Version. Das spiele ich ab und zu jetzt unterwegs. Das ist natürlich richtig, richtig cool. Ach, allein schon der Sound, oder? Da werden doch Erinnerungen wach. So, dann haben wir es angeguckt. Endstream Arcade, ne? Das Ganze in der Cloud gestreamt. Und GeForce Now hat auch, wenn wir nicht gerade über den Hotspot reingehen, sehr, sehr gut geklappt. Und damit auch PS Remote Play war natürlich auch top. Damit würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wenn euch der Krempel interessiert, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Das sind aber sehr laut hier. So. Also, wenn euch Cloud Gaming interessiert, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da oder kommt auch auf unseren Discord, denn wir sind der größte deutsche Cloud Gaming Discord mit schon über 200 Mitgliedern. Da ist im Prinzip rund um die Uhr immer was los. Da werden alle eure Fragen beantwortet rund ums Thema Gaming in der Cloud. Und was ich noch sagen, vielen Dank an die Kanalmitglieder, vielen Dank an die Superchats, die auch heute wieder da waren. Freut uns wirklich sehr und hilft uns wirklich, den Kram hier weiterzumachen. Und euch noch ein paar coole neue Features anzubieten, ein paar coole neue Gewinnspiele. Also danke, dass ihr dabei seid. Bleibt dran, morgen gibt es wieder die Cloud Gaming News von Chiki und dem Captain serviert. Und auch nächste Woche haben wir wieder viele, viele tolle Inhalte. Zum Beispiel auch wieder eine Cloud Play Live Show am Donnerstag. Da werden wir wieder über die aktuellen Games sprechen, wie Assassin's Creed Mirage, aber natürlich auch EA Sports FC oder Forza Motorsports. Powerslide war wieder sehr unterhaltsam. Danke für das Feedback. Also, ich sag tschüss für heute. Habt noch eine schöne Nacht. Habt einen schönen Restsonntag. Und denkt daran, the cloud will be with you always.